unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. So, und jetzt sind wir wieder am Höhepunkt von Fellner live am Mittwoch angelangt. Nach schon einiger Aufregung in dieser Sendung geht es jetzt ans Eingemachte, wenn ich so sagen dürfte, mit den beiden Duellanten, die Sie am liebsten haben im Fernsehen, mit dem SPÖ-Insider, und es gibt keinen besseren Insider als ihn, Josef Czap. Hallo. Jugendliche, 45 in etwa, gefühlte. Punkt, genau. Ja, aber mindestens 45 Jahre von den 45 in der SPÖ verbracht. So, und mit Peter Westenthaler. Gefühlte 35. Dankeschön. Aber auch 45 Jahre von den 35 in der FPÖ verbracht. So, ich hoffe, Sie können mir noch folgen. So, ich fange deshalb ein bisschen kompliziert an, weil das erste Thema, das wir heute diskutieren, ist kein leichtes. Es ist das, das gestern das ganze Land erschüttert hat, berührt hat. Die Reporterinnen von uns haben Tränen in den Augen gehabt, muss man sagen, habe ich überhaupt noch nicht erlebt. Und ich bin jetzt doch schon einige Jahre mit Ö24 TV im Geschäft. Und Österreich hat es heute, glaube ich, wirklich auf den Punkt gebracht mit dieser Titelseite hier, die ich heute schon in einer Auslage einer Boutique in der Innenstadt hängen gesehen habe, weil die Boutiquebesitzerin auch so empört war. Urteil der Schande. Deichtmeister muss keinen einzigen Tag in Haft. Er darf sogar auf Urlaub fahren. Urteil der Schande gestern in dieser Causa Teichtmeister. Die Anwälte sagen, kein Grund zur Aufregung, ist eigentlich ganz normal. Wir haben 60 solche Prozesse in der Woche und die gehen alle bedingt nach Hause. Was wir jetzt erfahren haben, ist ja eigentlich unfassbar. Ja? Diejenigen, die empört sind, sagen, mittlerweile sitzen in jeder Schulklasse mindestens 2 Missbrauchsopfer. Das heißt, von 30 Kindern in einer Schulklasse sind 2 wirklich im weitesten Sinn vergewaltigt oder missbraucht. Das heißt, wir reden da nicht mehr über Kleinigkeit, sondern wir reden da über eine ganz, ganz dramatische Form unserer Gesellschaft und Fehlentwicklung dieser Gesellschaft. Und dann tritt also ein durchaus prominenter Schauspieler auf, dessen Namen man nicht schreiben durfte, weil man als Medium sonst 40.000 Euro Strafe hätte zahlen müssen. Man muss sich diese Relation alle mal vorstellen. Du schreibst eine Geschichte über das und wirst von der Sadic-Justiz zu 40.000 Euro Geldstrafe verurteilt. Und der, der es macht, geht ohne einen einzigen Euro zu zahlen bei der Gerichtstür hinaus und grüßt herzlich. Ja? Und das heißt, es ist hier wirklich eine unglaubliche Geschichte, die unglaubliche Wut in Österreich ausgelöst hat. Heute in der Früh in der Umfrage auf Radio Austria haben 87% gesagt, dieses Urteil ist nicht gerecht, es ist ein Fehlurteil. Und es ist kein juridisches Fehlurteil, muss man zur Verteidigung des Richters sagen, sondern die Konstruktion unseres Rechtsstaats ist mittlerweile so pervers geworden, dass man eben für diese Taten nicht mehr bekommt als ein kleines mach das bitte nicht noch einmal. So, Josef Czap, du warst viele, viele Jahre für die Gesetzesvorlagen der SPÖ verantwortlich. Ich weiß nicht, ob du Justizsprecher einmal warst. Meistens warst du außenpolitischer Sprecher. Aber du hast viel, viel bei diesen Justizvorlagen mitgemacht und mitgestaltet. Was sagst denn du als Parlamentarier oder Ex-Parlamentarier, Ex-Politiker zu diesem Urteil? Dass es schleunigst zu einer Strafverschärfung kommen muss. Und zwar aus dem Grund, damit jeder, der also mit Missbrauch letztlich für sich oder für einen Markt tätig ist, die Grundlage entzogen wird. Denn diese ganzen Missbrauchsbilder und diese ganzen Sauereien gibt es deswegen, weil es dafür auch einen Markt gibt. Und da muss die Strafe so hoch sein, dass sich das für diejenigen, die das konsumieren, herunterladen, weiterverbreiten, mit hohen Strafen verbunden ist. Das ist einmal Punkt 1. Punkt 2, es geht um den Schutz unserer Kinder. Das ist einmal das oberste Prinzip und das ist ganz, ganz wichtig.
Daher bin ich bei allem, was bedingte Strafen ist, etwa bin ich mehr skeptisch. Ja, ich hätte mir schon gedacht, dass es da auch Unbedingte gibt. Ja. Aber das sollte dann nicht nur für den Herrn Teichtmeister gelten, sondern das muss ich dann durchziehen. Und wenn aber das so ist, dass faktisch auch andere Fälle nur bedingt sind, dann bestätigt das ja nur meine Forderung, es muss zu einer Strafverschärfung letztendlich kommen. Und das halte ich für ganz, ganz wichtig. Die Astrid Wagner, die Sie auskennt in dem Geschäft, Strafverteidigerin, hat gestern auf UE24TV gesagt, sie schätzt, dass es 60 solche Prozesse in der Woche in Österreich gibt, weil das solche Lappalien sind, wie sie sich ausgedrückt hat. Sie hat es nicht gemeint, sondern sie hat nur gesagt, es wird von der Justiz so als Lappalie gesehen, dass das so schnell abgewickelt wird, ja, dass in diesen neuen österreichischen Bundesländern die 60 Fälle, das sind ungefähr 5 Fälle pro Bundesland, abgewickelt sind wie nichts. Ja, 60 Fälle, ja, pro Woche, wo diese Missbrauchstäter mit bedingten Strafen nach Hause gehen, ja, weil sie hat die Strafe ja vorhergesagt, weil sie hat gesagt, da ist noch nie einer unbedingt verurteilt. Ja, aber das ist ja die Krux von dem Ganzen, dass in der Einschätzung man sagt, na mein Gott, der sitzt da vor dem Internetkastel, schaut sich die Bilder an, egal was auch immer er dann damit macht oder das weiter verbreiten. Aber das Entscheidende ist, er ist Teil eines Marktes. Genau. Und das ist erst der Punkt, wo es dann zu dem Missbrauch kommt, die dann damit ein Geschäft machen und die damit mit unseren Kindern so schändlich umgehen. Und daher ist es ganz wichtig, dass das zu so einer Erhöhung der Strafen führt, dass dieser Sumpf ausgetrocknet wird. Und daher glaube ich, das ist das Wichtigste, übrigens, was ich nicht verstanden habe, wieso das so lange gedauert hat, dass der erst gestern diesen Prozess gehabt hat. Ich meine, naja, er hat das verzögert. Beim ersten Mal ist er krank geworden, dann hat er eine Zeit lang nicht kennen. Dann hat der Richter das neu ausgewertet, weil der Richter ja versuchen wollte, ob er nicht auf unbedingt kommt. Ist aber nicht auf unbedingt gekommen und so hat das Ganze dann aber geendet, Wolfgang, wie das Hornberger Schießen. Ein Punkt noch. Wir leben im Internetzeitalter. Ja. Alles ist international. Es ist kein Fehler, wenn man nicht nur in Österreich jetzt dafür plädiert, die Strafen massivst zu verschärfen, sondern dass sich das auch auf europäischer Ebene umsetzt, sozusagen weltweit am besten. Weil das ist natürlich auch eine wichtige Unterstützung, damit man da den Kampf gegen diesen Missbrauch gewinnen kann. Die Bilder kommen ja aus Deutschland, die kommen teilweise aus Russland, natürlich. Ein nicht unbeträchtlicher Teil aus Ruststaaten. Also es dreht einem ja da den Magen um und stellt dann die Haare auf, Peter. Ja, womit wir beim Thema auch der Gefühlslage wären. Ich habe heute mit einigen Menschen telefoniert, mit vielen gesprochen, die mich angesprochen haben. Ich bin genauso fassungslos, traurig, betroffen und natürlich auch zu einem gewissen Maß wütend über dieses Urteil, wie wahrscheinlich heute 95% der Bevölkerung. Das ist ein Urteil, das die Menschen können das nicht nachvollziffern, sie können es nicht greifen. Und für mich ist es deshalb auch so besonders unfassbar, weil ich mein ganzes politisches Leben für härtere Strafen gegen Kinderschänder und gegen die ganzen Auswirkungen gekämpft habe. Ich habe da, vielleicht kann man das kurz herzeigen, ein Foto mitgenommen. Das stammt aus dem Jahr 2011. Da sitzt hinten der Bundeskanzler Gusenbauer und vorne mein Schild, kein Pardon für Kinderschänder. Das ist also 22 Jahre her, da warst du Klubobmann im Parlament und da haben wir eigentlich gemeinsam auch versucht, da dagegen zu kämpfen. Es ist noch nicht viel passiert, weil immer eine Mehrheit gegen Strafverschärfungen da war. Was ich meine zu dem Urteil ist, gestern wurde dem Herrn Teichtmeister eine zweite Chance gegeben mit diesem Urteil. Und was so verwerflich und so frustrierend ist, dass diese zigtausenden Kinder auf diesen 76.000 Dateien, die dort vergewaltigt, bedroht mit und auch mit Gewalt zum Sex gezwungen worden sind, dass diese Kinder keine zweite Chance mehr haben. Kinder können keine zweite Chance mehr haben, weil einige von ihnen leben nicht mehr, weil sie dieses Leben genommen haben. Oder traumatisiert. Und die anderen sind ihr Lebtag lang traumatisiert und finden möglicherweise nie mehr in ein geordnetes Leben. Sie kriegen nicht einmal ein Schmerzensgeld. Nicht einmal. Und was mich so, wenn ich mir die Diskussion in den letzten 24 Stunden anschaue, dann ist der Hauptfokus der Diskussion darauf gerichtet, wie kann man erfolgreich den Täter therapieren. Da kommen Experten, Rechtsanwälte, alles Mögliche, das ist alles in Ordnung. Der muss jetzt therapiert werden, der braucht eine Chance, der muss wieder gut werden, der wird kontrolliert. Und kein Mensch spricht über die Opfer, wie es denen heute geht. Und das ist in diesem Urteil auch nicht eigentlich abgebildet. Ich mache aber dieselbe Differenz, die du in der Einleitung gemacht hast. Die muss man auch machen. Denn ich habe auch, viele haben mich halt angesprochen und gesagt, wie kann so ein Richter so ein Urteil fällen? Und da sage ich, nein, es ist nicht der Richter, der die Verantwortung genommen werden muss.
Der Richter vollzieht geltende Gesetze. Und er hat eh versucht, dass er auf 3 Jahre kommt. Und er hat dann eh 2 Jahre zwar bedingt, aber er hat das gemacht, was bei einer Tat, die bis zu 3 Jahre bedroht ist, bei einem unbescholtenen, geständigen Täter eben möglich ist. Da ist eben keine unbedingte Strafe möglich. Und jetzt, darf ich was dazu sagen? Nur fertig sagen. Nein, weil das wichtig dazugehört. Der Richter hat sich ja aus der Affäre gezogen, um mit unserem Toni Polster zu sprechen. Der hat sich ja 6 Chefinnen genommen. Und letztendlich ist das Urteil von diesen 6 Chefinnen. Letztendlich. Naja, ja, im weitesten. Ich weiß nicht, ob sie der Richter Chefinnen nimmt oder ob die ihm zugeteilt werden, das kann ich nicht beurteilen. Ich meine nur, es wäre jetzt falsch, den Richter an den Pranger zu stellen. An den Pranger gestellt gehört die regierende Politik, die solche Gesetze zulässt und beschlossen hat. Denn es kann doch nicht sein, dass es für eine solche furchtbare Tat, wo sogar die Staatsanwältin sich grauenvoll, wie sie zitiert hat, 16 Jahre hat sie sowas nicht erlebt, pädosadistische Texte vorgelesen hat. Heute ist bekannt gegeben worden, was er sich alles bei Amazon bestellt hat für furchtbare Utensilien, mit denen er seine Fantasien auslebt. Das heißt, nicht der Richter, sondern die Gesetze sind schuld. Und wenn ich, und das ist der Appell, wenn ich künftig die Gesetze so formuliere, und das kann man sich im Detail anschauen, dass sie eben nicht bei 0 oder 6 Monaten Mindeststrafe anfangen. Und es geht nicht um die Höchststrafe, es geht um die Mindeststrafen, die ihnen aufgesetzt werden müssen. Wenn ich formuliere, dass für so eine grausliche Tat die Mindeststrafe schon mal 5 Jahre ist, dann geht der nimmer mehr mit einer Bedingten. Dann gibt es keinen Richter, der mir eine Bedingte geben kann. Und das ist der Appell. Wir müssen unsere Kinder zu einem besonders schützenswerten, zu einer besonders schützenswerten Gruppe im Gesetz machen, wie das ja andere Gruppen auch sind, zum Beispiel Polizisten. Und ich bin der Meinung, Polizisten sind zu Recht eine schützenswerte Gruppe. Ein Beispiel: Wenn du heute als Staatsbürger irgendjemanden auf Ohrfeigen runterhaust und der hat einen Kratzer auf der Wange, dann wirst du angeklagt wegen Körperverletzung mit einem geringen Strafausmaß. Wenn du einen Polizisten runterhaust, der hat denselben Kratzer, dann kriegst du bereits das Delikt der schweren Körperverletzung mit einem wesentlich größeren Strafausmaß. Warum? Weil man sagt, Polizisten sind besonders schützenswert. Und das hätte ich gern für unsere Kinder im Gesetz. Ich will, dass unsere Kinder besonders schützenswert sind. Das heißt, jede Straftat gegen Kinder, aber vor allem diese grauslichen sexuellen Straftaten, müssen schwer sein. Es gibt im Gesetz noch immer die Unterscheidung zwischen normalen sexuellen Missbrauch, das ist das ohne Beischlaf mit Unmündigen, und zwischen schweren sexuellen Missbrauch 206 und 7, nämlich mit Beischlaf. Da wird unterschieden im Strafausmaß. Jede Straftat gegen Kinder im sexuellen Bereich muss schon mal beginnen mit einer Mindeststrafe von 5 Jahren. So schaut es aus. Und dann wird es eine Veränderung geben. Und ich glaube, keinen einzigen Experten, der sich hersetzt und sagt, höhere Strafen bringen nichts. Ja, warum gibt es weniger Morde wie andere Verbrechen? Weil jeder weiß, wenn ich einen Mord begehe, dann gehe ich über Jahre ins Gefängnis. Und das muss für Kinder auch sein. Wenn ich mich an Kinder vergreife, muss ich über Jahre ins Gefängnis kommen. Und das war der Appell, und da ist die Politik jetzt gefordert. Und ich hoffe, dass das jetzt rauskommt aus der Lehre des Fall Deichtmeisters und den 60 wöchentlichen Fällen. Eine unfassbare Zahl. 60. Es gibt Experten, die sagen, 1% der Bevölkerung in Österreich ist als pädophil einzuschätzen. Das ist eine unglaubliche Zahl. Und der Herr Deichtmeister darf nach dem Urteil nicht nur auf Urlaub fahren, was wir jetzt erfahren haben, der darf sich auch am Kinderspielplatz auf eine Bank setzen. Der darf auch ins Kino zu einem Kinderfilm gehen. Ja, verdammt noch einmal, was wäre doch das Mindeste gewesen, so etwas Ähnliches wie ein Annäherungsverbot in seiner Zeit in den nächsten 5 Jahren für Kinder ihm zu verhängen. Das wäre auch möglich gewesen, hat man nicht gemacht. Also ich bin fassungslos, ich bin traurig, bin zutiefst betroffen und appelliere an alle Politiker, das aufzugreifen. Wir haben ja hier in Österreich, das ist gestern bei unserer Berichterstattung, wirklich sehr, sehr oft herausgekommen, wir haben einen Täterschutz, aber keinen Opferschutz. Das ist es in Wahrheit. Das ist ja das, was du die ganze Zeit schon angeprangert hast, auch im Parlament. Und das Zweite ist, wir bestrafen jeden Händeldieb oder, um es detaillierter zu sagen, jeden Steuerhinterzieher, ja, um ein Vielfaches härter als ein Vergewaltiger, um jetzt etwas anderes zu sagen, oder ein Kinderschänder. Und das kann ja nicht sein, bitte. Wir haben eine komplette Schieflage in der Angemessenheit von Urteilen. Du hast es gerade richtig gesagt. Finanzdelikte, zum Beispiel dieser Gummiparagraf Untreue, der 153er, glaube ich, ist es. Da werden ständig Gefängnisstrafen, da wirst verknackt, da gehst eine. Da sagt kein Experte, naja, aber du wirst ja im Gefängnis kein besserer Mensch, das nutzt ja nichts, schick mir lieber auf eine Therapie oder lass mir eine Geldstrafe meinetwegen zahlen. Nein, da wirst verknackt heutzutage. Oder es geht ja mittlerweile noch weiter, was im Moment eine Entwicklung ist, und da kommen wir mal im dritten Teil der Sendung drauf, ist,
dass ja auch Meinungs- und Äußerungsdelikte mittlerweile schwerer bestraft werden. Wenn du heute andere Meinung hast oder dich anders äußerst, als vielleicht der Mainstream will, wirst du bestraft länger als ein Kinderschänder. Auch in dieser Causa, Peter, wenn du über den Herrn Deichtmeister berichtest und da kommt die Unschuldsvermutung nicht ordentlich zum Tragen, dann bist du zwischen 40.000 und 100.000 verknackt als Medium und brennst. Und da hat die Frau Zadic noch einen Hass im Netzparagrafen oben drauf gesetzt, sodass du für die Online-Version von dem Ganzen noch einmal einen 100er zahlst. Da ist jetzt der Appell, es muss sich sehr rasch eine Experten zusammensetzen und sagen, wie bekommen wir das gesamte Rechtssystem wieder ins Lot? Wie setzt man Prioritäten? Was ist denn wirklich schützenswert? Die Kinder sind schützenswert. Delikte gegen Leib und Leben müssen härter bestraft werden. Aber, Freunde, Meinungsdelikte oder geringfügige Wirtschaftsdelikte können doch nicht mit Gefängnis bedroht werden, wenn die anderen, wenn der frei rausgeht. Also, das versteht kein Mensch. Josef, du hast es ja vorher genau auf den Punkt gebracht. Es hat sich hier ja eine grauenvolle Industrie entwickelt, die übernational ist, die also ein internationales Netzwerk aus hundsmiserablen Geschäftemachern ist. Ja, die, wo immer sie diese Kinder herhaben, es ist ja Wahnsinn, wenn man sich das anschaut, das ist ja grauenvoll, so eine ganze Industrie, die da offenbar Eltern, die dafür Geld brauchen oder was gegen Geld abgelöst werden oder so, weil sonst gibt es das ja gar nicht. Und du hast ja genau gesagt, das gehört beendet. Und das kann nur beendet werden, wenn Leute wie der Herr Deichtmeister aber eine solche aufs Dach kriegen. Auch finanziell. Bitte entschuldigen, warum muss denn der nicht mehrere hunderttausend Schmerzensgeld zahlen für das, was der da hat? Oder was ist mit der für das gut sein? Was ist denn mit dem Paragraph 27 Suchtmittelgesetz? Der wurde ja als entlassen. Da wirst du sofort bestraft. Also normal, wenn du ein paar Gramm nimmst, ich bin immer gegen Drogen, aber da wirst du bestraft. Der hat ausgesagt, der hat jeden Tag Kokain genommen, man muss sich mal die Menge vorstellen. Und daraufhin ist das Urteil minder ausgefallen. Also man greift sich wirklich auf den Schädel. Und deshalb die Frage an dich, Josef, du hast das zuerst schon angedeutet, was ist mit unserer Justiz los, bitte? Was ist da los? Warum sind die derartig hinter dem Wald? Also im Großen und Ganzen stimme ich zu, was ihr da als Analyse oder als Meinung eingebracht habt. Ich hab nur genau mitverfolgt, wo er diese Bilder auch abgeladen hat. Darkness, oder wie das heißt. Genau. Du hast irgendwann die Internetplattformen oder das Internet insgesamt, sollte man in die Überlegungen auch einbeziehen, um die Geschäfte zu zerstören, die da von solchen Verbrechern gerade in die Wege geleitet wurden seit vielen Jahren. Und die davon profitieren und die davon reich werden und die mit dem Schicksal der traumatisierten oder toten Kinder dann eben davon leben. Also das ist eine unglaubliche Sauerei. Ja? Also das ist zum Beispiel ein Aspekt. Und das ist völlig richtig, weil Peter, da sitzen ja ganze Abteilungen des Innenministeriums und beobachten dieses Darknet, anstelle dass das Abdrahen verflucht noch einmal. Ja. Das ist ja crazy. Ja. Oder? Ja. Das ist völlig richtig. Und das Zweite ist, was mich verwundert hat, ist, quasi das entschuldigend vorkommen ist, diese Kokainsucht. Ja, ja gut, der ist halt kokainsüchtig. Ja, der Arme. Ja, ich verstehe das schon. Krank ist krank. Aber auch krank kann nicht vor Strafen schützen. Das gibt's nicht. Ja? Weil sonst mit einem geschickten Rechtsanwalt rennen dann nur mehr lauter Kranke herum. Also das finde ich, da sind so viele Dinge, die man jetzt durchleuchten und ändern muss. Und jetzt frage ich mich, wenn ich eine Justizministerin habe oder eine Regierung habe, wo vor allem die ÖVP immer die besondere Familien-Kinderschützerin-Nummer da präsentiert. Ja? Und auch die Grünen. Was machen die jetzt? Was haben die für Form? Über das wollen wir jetzt gleich diskutieren. Wir machen eine kurze Werbepause und dann wird der Josef Czap dort fortsetzen, wo er jetzt anmoderiert hat, nämlich bitte, was ist mit dieser Regierung los? Und vor allem, was ist mit dieser Justizministerin los? Die ist Mutter, die müsste das ja eigentlich verstehen und die schläft da den Schlaf der Seligen. Wir sind gleich wieder da. Live, worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Live. Ja, wir haben gerade darüber diskutiert, ob meine Abmoderation grammatikalisch korrekt war, nämlich Frau Zadic schläft den Schlaf der Seligen. Der Josef hat gemeint, eigentlich müsste es heißen Schlaf der Gerechten, aber er versteht, dass man das in diesem Fall
nicht verwenden kann. Also bitte, alles ist möglich, aber Schlaf der Gerechten wäre in diesem Fall eine wirkliche Provokation aller hier zuschauenden Chab- und Westenthaler-Fans. Also, man muss einmal Folgendes sagen. Die Politik ist ja ein bisschen besser als ihr Ruf. Sie hat nämlich, als diese Causa Teichmeister explodiert ist, ein Gesetz beschlossen. Ja? Mit einer Verschärfung der Strafen. Eingeleitet. Ja? Beschlossen, nicht eingeleitet. Beschlossen. Begutachtung. Also eingeleitet, weil ja erst beschlossen werden kann, wenn die Zadische schickt. Genau. Hast du wie immer als Parlamentsprofi. Ja, Schlaf stimmt. Schlaf stimmt. So, also die haben ein Gesetz eingeleitet mit einer Verschärfung der Strafen. Viel zu wenig, muss man sagen, weil es hört bei 5 Jahren auf und du sagst, es sollte bei 5 Jahren beginnen. Ja? Also wir kommen ja mittlerweile drauf, dass das Ding eigentlich von der Zeit und von dem, was wir jetzt in diesem Verfahren gehört haben, längst überholt ist, weil sich offenbar kein Parlamentarier vorstellen konnte, dass das solche Ausmachen, solche Grauslichkeiten und so einen unglaublichen Missbrauch an Kindern überhaupt gibt. So, und dieses Gesetz gibt's, das ist im Parlament zugewiesen worden dem Justizministerium, der Frau Justizministerin. Und die Frau Zadic hätte noch vor der Sommerpause daraus ein Gesetz machen, es dem Nationalrat schicken sollen und dann hätte der Nationalrat das noch im Juli beschließen können und müssen. So war es vorgesehen, so war es geplant. Und die Frau Zadic, und das macht wirklich wütend und das ist wirklich ein Skandal, hat einfach geschlafen, sie hat nichts gemacht. Ob absichtlich oder unabsichtlich, kann man jetzt nicht mehr sagen. Durchaus möglich, dass es auch absichtlich war, dass ihr das Gesetz nicht ins weltpolitische Bild passt und sie das halt nicht beschließen wollte. Auf jeden Fall, das Ding liegt bei ihr im Schubladerl, im Schreibtisch. Es ist noch immer nicht da, es ist noch immer nicht beschlussfähig. Das Gesetz gibt es nicht, obwohl es bereits ausdiskutiert wurde. Und jetzt kann man eigentlich sagen, fangt es bitte von vorn an und macht es genauso wie der Herr Westenthaler. Verdoppelt es das bitte, was da reingeschrieben habt. Nehmt endlich auch Geldstrafen auf und macht das Ganze einmal so, dass dort unbedingt Peter, und nicht bedingt herauskommt. Was hätten bitte wir gemacht? Du warst Josef mal in der Regierung, wir waren in der Regierung. Ja. Was du jetzt machen musst, ist, du musst sofort einen Koalitionsausschuss machen, wo sich die beiden Regierungsparteien drinnen treffen. Schwerpunkt muss sein, das ist eine andere Geschichte. Die Zadic, was den Justizbereich betrifft, den Karner, was das Innenministerium und die Internetbeobachtung und die Schritte dort. Und die müssen dort so von neu auf etwas konzipieren und mit dem dann in den Innenausschuss, in den Justizausschuss gehen und das dort möglichst rasch beschließen. Ja, aber möglichst noch zu unseren Lebzeiten. Ja, aber ich sage dir was, jetzt ist die Zeit günstig, weil jetzt ist in der Bevölkerung das Interesse und die Sensibilisierung letztlich da. Ich habe nur einen ganz kleinen Punkt noch. Also wenn jemand mit 76.000 Bilder und Kokainsüchtig und was weiß ich was alles, und das fällt niemandem auf. Ja. Also ich meine, das ist etwas, das ist schon auch, ich will da nicht jetzt ins Feuer Öl hineingießen, aber jemand, der so lebt, ja, das muss doch irgendwo auffällig sein. Er sagt in den Interviews, Gott sei Dank bin ich ertappt worden. Ja, das hat mich befreit. Naja, Josef, seiner Freundin ist es ja aufgefallen. Seiner Lebensgefährtin ist es aufgefallen. Und als sich die zerstritten haben, hat sie das dann angezeigt. Genau. Was mich wundert und dich auch und vielleicht den Peter auch ist, wenn wir schon so eine Abteilung Darknet haben, warum merken die nicht, dass da einer 76.000 Dateien abgeladen hat? Genau. Das muss ja ein Riesending sein. Da muss ja irgendwas auf Servern dieser Erde sich abspielen. Ja, aber das hat der Karner auch gefordert. Ja, muss man dazu sagen, was ja auch vielen Menschen nicht bewusst war, ist, dass viele dieser Bilderchen heruntergeladen worden sind, bevor er noch in der Kokainsucht war. Auch ganz wichtig. Das ist alles zeitlich nachweisbar. Und zum Zweiten habe ich mich schon auch gefragt, warum ist eigentlich diese Lebensgefährtin und auch durchaus andere Tatzeugen nicht befragt worden bei dem Prozess? Weil die hätten eigentlich als Zeugen aussagen sollen. Und es hat keinen einzigen Zeugen gegeben. Der Prozess wurde in 3 Stunden runter verhandelt und das war aus. Das auch. Ich möchte aber, weil es um ein Thema geht, das sehr sensibilisiert, das sehr wütend macht und wo die Emotion sehr hoch ist, aber trotzdem auch sehr, sehr objektiv und fair sein. Was du gesagt hast, stimmt natürlich alles. Die Kritik an der Regierung.
Nur fairerweise muss man auch, was Zadic anbelangt, sagen, selbst wenn sie es vor dem Sommer beschlossen hätten, für den Fall Deichtmeister, hätte das nichts bedeutet, weil ja Gesetze nicht rückwirkend wirken. Das heißt, ja, aber wenn man 60 Fälle in der Woche hat, entschuldigen wir mal. Wenn wir jetzt wissen, durch die Anwälte, jede Woche kommen 60 solche Straftäter, solche Verbrecher vor Gericht, na, dann ist jede Woche Gefahr im Verzug, muss man auch sagen. Gehen wir aber ins Konkrete, worum es geht. Ich möchte nochmal dabei bleiben. Ist die Anhebung der unteren Straflimits, und jetzt sage ich nur drei Beispiele, ich habe mir heute schon in der Recherche angeschaut, die wichtigsten Paragraphen. Der Paragraph 206, da geht es um den Beischlaf mit Unmündigen. Da fängt die Strafe an bei einem Jahr. Das ist mir zu wenig. Wenn du heute mit einem Beischlaf, Jahr, das ist ja, und es gehört bei 5 Jahren mindestens. Und der Gegenparagraph, das ist jetzt der, wo es nur im normalen Anführungszeichen, es ist ja alles unfassbar, dass da überhaupt unterschieden wird, zwar sind wir, da geht es nicht um den Beischlaf, sondern um geschlechtliche Handlungen an Unmündigen. Das ist noch nicht der Beischlaf, aber reicht auch schon, weil's, um Kinder zu traumatisieren. Der fängt an, bei 6 Monaten fängt der an. Da gehst du mit ein paar Monaten bedingt haben, muss ich mir mal vorstellen. Oder der 27, um dem es gestern beim Deichtmeister ging, pornografische Darstellungen mit einer Person, mit einer Minderjährigen, bis zu 3 Jahre, das wissen wir mittlerweile, das soll ja saniert werden angeblich. Aber jetzt kommt's. Die gewerbsmäßige Verbreitung solcher Vergewaltigungsbilder mit Kindern fängt da bei einem unteren Strafmaß von 6 Monaten. Irrsinn. Geht bis 5 Jahre, aber fängt da bei 6 Monaten. Und jetzt kommt's. Bist du noch dazu eine kriminelle Organisation, also genau die, die das kriminell auch noch in einer Organisation verbreiten, mit besonders schweren, nachteiligen, für minderjährigen Personen, fängt auch bei einem Jahr an. Und da stellst du dir die Frage, das ist ja alles unfassbar. Würde hier ein vernünftiger Mensch, gerade nach dem Urteil, sagen, ich mache eine Angemessenheit, dann müssen alle diese Paragraphen bei 5 Jahren Mindeststrafe anfangen. Unbedingt. Dann kann ein Richter keine unbedingte Strafe mehr verhängen. Dann bist du im unbedingten Bereich. Und das muss man verdammt noch einmal nach so einer grauslichen Geschichte die Lehre daraus ziehen. Das muss jetzt kommen. Das ist das Mindeste, was heute ein Justizapparat oder ein Gesetz, eine Regierung machen kann. Das muss man als Volk verlangen. Das möchte ich da mit aller so. Schärfe. Jetzt muss ich aber schon die Frage stellen an euch beide, meine Politprofis und diejenigen, ohne die ja kein Justizgesetz beschlossen wurde, viele, viele Jahre. Dich haben wir ja Gott sei Dank gesehen mit dem Tafel. Aber ist euch das nicht aufgefallen? Hätte man da nicht vor 20, 30 Jahren schon auf den Tisch hauen müssen und sagen, spinnt ihr da alle? Weil man an und für sich hat sich das Vergehen seither ja nicht verändert. Außer, dass vielleicht die Bewusstseinsbildung besser wurde. Aber das Vergehen ist ja Wahnsinn. Also ich habe mein ganzes Leben gegen das gekämpft. Du weißt, du kennst mein politisches Leben von den 30 Jahren. Und warum hast du denn nicht durchgesetzt? Von den 30 Jahren war ich 28 Oppositionspolitiker. Und in diesen beiden, zwei Jahren von 2000 bis 2002, war eben zunächst einmal das Budgetsanierung, das Hochwasser, da waren eben andere Prioritäten. Aber was schon war, wir haben es verschärft, aber zu wenig, gebe ich zu. Aus heutiger Sicht gesehen, auch damals zu wenig. Nur die ÖVP war damals Koalitionspartner. Du hast keine Mehrheiten dafür gefunden. Nur heute haben wir eine völlig andere Zeit. Wieso hat es keine Mehrheiten? Ja, weil es nicht gegeben hat. Ja, wieso? Nochmal, ich war fast mein ganzes Leben lang in Opposition, habe mir das auf die Fahnen geheftet, war einer der Vorkämpfer, habe sämtliche Justizministerinnen, die da waren, Berger, alle möglichen, die da um die Ecken gekommen sind, Claudia Bandin-Ortner, die dann auch was gemacht hat. Es sind ja immer kleine Schritte gekommen, aber viel zu wenig und viel zu lang. Und jetzt haben wir den Schirm auf und sehen, dass die Gesetze nicht greifen. Ja. Wir haben Josef, auch damals, muss ich dazu sagen, keinen Deichtmeister gehabt. Josef, muss man auch sagen. Die meisten dieser Justizministerinnen kamen ja aus der SPÖ. Ja? Was war mit denen los? Warum haben die das nicht verschärft? Habt ihr je darüber geredet? War das je ein Thema? Und wer hat es verhindert? So, das ist ein Streit der Grundeinstellungen immer gewesen. Ja. Zum Beispiel dieser Satz, heilen statt strafen. Ja. Das ist ein Satz, der vor allem also bei den Süchtigen angewendet wird, wo man sagt, ja, das bringt nichts, da gibst du ihm ins Gefängnis, wenn er rauskommt, spritzt er weiter oder ist weiter kokainsüchtig oder sonst was. Und das ist ein Prinzip, das nicht von Haus aus falsch ist, wenn wir jetzt von den Rauschgiftsüchtigen einmal ausgehen, ja, dass das vielleicht eine Perspektive oder eine Therapie, dass du anstellst, du kommst aus dem Ganzen dann raus. So,
Das ist immer eine Grundeinstellung gewesen. Was nie im Zentrum der Debatte wirklich war, und das hat mit dem Teichtmeister erst so die richtige Öffentlichkeit gekriegt. Ich habe es auch nicht gewusst, dass in der Woche 60 Fälle sind. Das war alles, ist einfach gewesen und aus. Aber es hat sich seit den letzten 20, 30 Jahren natürlich auch das Internet entwickelt. Das war einfach nicht so dominant. Das hat nicht diese Möglichkeiten geboten, dass du im stillen Kämmerchen 76.000 Bilder runterladen kannst. Das war früher nicht so. Und daher war das auch nicht so ein brisantes Thema, dass du gleich mit einer härteren Perspektive an das herangehst. So, wir haben jetzt eine andere Situation. Ich bin auch froh, dass das jetzt alles bewusst wird, dass das alles öffentlich wird. Und ich glaube, dass jetzt die entscheidenden Schritte wirklich zu setzen sind. Aber noch einmal, gewerbsmäßig an diesen Sauereien zu verdienen, das musst du auch im Internet in den Griff kriegen. Und da muss der Kanner sich was überlegen. Und die dritte Ebene, ich sage das jetzt noch einmal, ist letztlich die europäische Ebene. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Weil wir können, und doch erwarten wir jetzt Initiativen. Wobei ist die europäische fast zu wenig. Weil dieses Darknet ist ja sehr stark von Russland, von Ostländern, teilweise von Aserbaidschan und wie das alles heißt, bestimmt. Das heißt, das kommt ja von überall. Ja, das Darknet muss man so in Österreich in den Griff kriegen, aber du musst trotzdem schauen, dass einmal auf der EU-Ebene Schritte gesetzt werden. Das kann sich dann ausweiten, ist eh klar. Ja. Aber nur, ich finde, das ist zu leger, zu schludrig ist man an das herangegangen und man hat nicht erkannt, dass sich die Zeiten technisch auch von den Möglichkeiten für diese gewerbsmäßige Sauerei, dass sich das verändert hat. Ja. Josef, jetzt bist du ja immer eigentlich ein Verteidiger der Frau Zadic gewesen, du sagst, eine der wenigen Lichtfiguren dieser Regierung. Gegen die gibt es heute eine unglaubliche Wut, ne? Weil man sagt, die ist ja eigentlich schuld für dieses Justizdesaster, für dieses Urteil der Schande. Siehst du das auch so? Gibt es da eigentlich eine Haftung eines Justizministers oder einer Justizministerin, dass sie eigentlich fast zum Rücktritt führen müsste, in diesem Fall, weil sie ja das liegen hat lassen und nicht weiter behandelt hat? Oder sagst du, die Arme kann nichts dafür, weil die österreichische Justiz ist ein derartiges Dickicht und Netzwerk, da kommt der Justizminister eh nicht durch. Nein, da hat er völlig recht, wenn er sagt, der Richter kann nichts dafür, weil die Gesetzeslage ist so. Eben. Das heißt, die Gesetzeslage musst du ändern und das muss also ein Zwischenspiel sein zwischen Justizministerium und zwischen Parlament, dem Parlamentsfraktor, da werden alle Fraktionen mitmachen, wenn man da Veränderungen herbeiführen will. Schau, bei der Zadic habe ich auch positive Einstellung immer gehabt. Die hat die Justiz arbeiten lassen, was die Antikorruptionsbekämpfung betrifft, die WKStA. Und das ist schon ein Wert, muss ich sagen. Aber das wiegt sehr schwer. Und wenn sie nicht schleunigst, jetzt in dem Punkt, in einer wirklich wirksamen, in einer wirklich radikalen Form da eine Kehrtwende macht und da wirklich initiativ ist, dann muss ich sagen, ist das für die Ausübung des Amtes wirklich zu wenig. Peter? Ich möchte eben aufgrund dieser Grauslichkeiten, die wir da diskutiert haben, versuchen, positiv oder motivierend zu argumentieren. Die Frau Zadic hätte jetzt eine riesige Chance. Ja. Die hätte doch die Chance ihres politischen Lebens, sich jetzt hinzustellen und zu sagen, eine Kehrtwende. Mein Vorsatz lautet, künftig muss der Mord an Kinderseelen genau gleich geahndet werden wie echter physischer Mord. Weil das ist nichts anderes. Eine Kinderseele zu morden, ein Kind, das das ganze Leben damit verwirkt hat, ist fürs ganze Leben gemordet. Das heißt, die Strafrahmen annähern an physischen Mord. Wenn sie das macht, kann sie sogar noch ein Superstar in der Regierung. Wenn sie die hinstellt und sagt, wir haben gelernt, es sind Fehler passiert und jetzt holen wir uns die Paragraphen, die ich vorher aufgelistet habe, her. 1, 2, 3, 4, 5. Die Mindeststrafen generell auf 5 Jahre. Weil der Vorschlag des Parlaments ist ja in Wahrheit der Chaos. Ja, das im Nachhinein ist ja kaum eine Veränderung. Ja. Das ist ja alles ein Festschreiben des Status quo. Das ist ja peinlich in Wahrheit. Eine kosmetische Veränderung, sondern sagen, ja, das ist ein besonders grauslicher Fall. Das hat uns die Augen geöffnet. Wir machen jetzt da wirklich einen Schnitt. Und ich als Justizministerin mache das. Na, da ist sie super, da ist sie unterwegs. Nur ich befürchte, jetzt kommt meine Befürchtung, dass das erstens in den Kreisen der Grünen nicht en vogue ist, Strafverschärfungen zu fordern, kennen wir ja, wissen wir ja. Und zweitens, wir in einem Zustand der Gesamtregierung sind, dass du nichts mehr durchsetzen kannst. Die parallelisieren sie ja, die blockieren sie ja. Da kommt ja nichts mehr raus bis zur Wahl. Und daher erwarte man gar nichts mehr Großes. Und es werden halt leider die nächsten Wochen wieder jede Woche 60 Urteile fällen, die wir alle gar nicht wahrnehmen, weil sie nicht in der Öffentlichkeit stattfinden, wo Kinderschänder mit einer bedingten Strafe heimgehen.
kein guter Zustand, aber ich sage jetzt einmal so, die nächste Regierung hat da eine große Aufgabe, wenn man das ist. Die machen nur mehr die Debatte, wenn wir jetzt im Herbst, wenn wir im März, wenn wir vor der Europawahl. Ja, aber schau, das, was mich irgendwie an der ganzen Geschichte ärgert, ist, natürlich kann nicht das Parlament allein da ohne Justizministerium, ohne die Beamten und Experten. Wir haben immer gekämpft im Parlament, dass die Bereichssprecher des Parlamentsgrupps, in dem Fall die Sozialdemokratischen, bevor ein Gesetz überhaupt noch begonnen wird, geschrieben zu werden, einbezogen sind im jeweiligen Ministerium, dabei sind und dann, von beiden Regierungsparteien natürlich, und dann kommt es ins Parlament und hat ganz eine andere Diskussionsqualität und hat überhaupt eine andere Qualität. Gut. Da fürchte ich, hat die Sadic irgendwas eingeschickt in den Justizausschuss, die haben es durchgewunken, von dort ist wieder zurückgekommen, dann hat er es in die Lot gekriegt. Ja, ich glaube nicht, dass die Sadic das eingeschickt hat. Es könnte durchaus sein, dass das, was der Peter gesagt hat, leider stimmt, dass die Grünen das unglaublich bremsen, weil sie eben dieser Meinung sind, zuerst heilen und dann strafen. Ja. Und das ist der Trugschluss. Solange wir die ganze Diskussion aus einer Sichtweise des Täters führen und uns Sorgen machen über den seine Zukunft und über seine Therapie und wird das alles passen, und nicht aus der Sicht der Opfer, nämlich der betroffenen Kinder und deren Eltern und Familien, solange ist Hopfen und Malz verloren. So, das waren die ersten zwei Einstiege Chab Westenthaler zum Thema Teichtmeister, im weitesten Sinne Justizskandal. Und beim Justizskandal bleiben wir noch und beim nächsten Einstieg sind wir die Betroffenen. Denn es ist unfassbar, während also der Herr Teichtmeister dort durch Wien spaziert und im schwarzen Kamel allen zuwinkt, werden wir von der Staatsanwaltschaft verfolgt. Man glaubt es nicht, aber es ist so. Wir sagen Ihnen gleich, was da dahinter steckt. Es ist ein unfassbarer Skandal. Reich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Ja, und wir bleiben beim Thema Justiz und wir bleiben leider auch beim Thema Skandal. Diesmal sind wir die Betroffenen. Die drei, die hier sitzen, insbesondere der Peter Westenthaler zu ihrer Rechten, plötzlich von der Wiener Staatsanwaltschaft verfolgt ist. Ja, man glaubt es kaum, ja, anstelle, dass also da wirklich einmal ordentlich aufgeräumt wird in der pädophilen Szene, in der Vergewaltigungsszene, in all diesen Dingen, wo derzeit schlicht und einfach das Durchsetzungsvermögen und die Initiativen folgen, hat man jetzt einen neuen Sport bei der Staatsanwaltschaft, übrigens auch bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft entdeckt. Es geht jetzt gegen die Journalisten. Also, jetzt kriegen einmal die Journalisten eine auf den Deckel, denn wir haben zwar die Grünen an der Regierung und die ÖVP, das heißt aber noch lange nicht, dass wir Meinungsfreiheit in diesem Land hätten, ganz im Gegenteil. Wir haben hier, wann war das, Peter? Am 3. Mai dieses Jahres. Am 3. Mai dieses Jahres eine Diskussion über Zuwanderung gehabt. Und der Peter Westenthaler hat sinngemäß, wir schauen uns das dann gleich genau an, gesagt, wir hatten früher eine Zuwanderung, das waren eher Serben und Kroaten und die haben wir relativ leicht verkraften können, weil sie Gastarbeiter geworden sind, wenn ich mich richtig erinnere. Und jetzt haben wir eine Zuwanderung aus uns eher fremden Kulturkreisen, wo halt das mit dem Gastarbeiter nicht mehr so leicht ist und wo halt eine Reihe von Taten und Tätern stattfinden. Sollte man annehmen, ist eine ganz normale Diskussion. Sowas wird man ja hoffentlich in Zeiten einer Zuwanderungs- und Asylexplosion noch sagen können. Schauen wir uns einmal genau an, was der Peter Westenthaler da im Mai gesagt hat. Josef, wir haben in Österreich 300.000 Kinder in Armut. Und dann schickt man 1 Milliarde ins Ausland. Nein, Familienleistung. Spielt doch nicht die einen gegen die anderen. Nein, also ich bin ja dafür, dass man die 1 Milliarde unsere Kinder kriegen. Jawohl, kümmern wir uns um die 300.000. Wenn du sagst, natürlich, die Zuwanderung hat es immer gegeben und die 70er und die 80er, ja schon, aber das habe ich da schon einmal erklärt. Das war doch eine völlig andere Zuwanderung, das war aus Europa. Nein. Das war eine Zuwanderung aus demselben Kulturkreis, wenn aus dem damaligen Jugoslawien Gastarbeiter zu uns gekommen sind, die heute da sind. War ja positiv. Naja, aber das sind ja keine Afghanen, Syrer, Iraker, Iraner, Marokkaner, die
da zu uns kommen und da die Leute abschlachten. Das ist ein ganz riesen Unterschied. In Wien ist es ja mittlerweile so, es vergeht ja kein Tag mehr ohne Messerstecherei, Vergewaltigung oder Mord. Jetzt beginnen sie, es ist ja so, da redet keiner mehr drüber, das darf man nicht sagen. Da zerhocken sie die Leute auf der Jägerstraße bei der U-Bahn-Station mit Machetten mittlerweile. Der wird dort hingelegt und den werden die Hände und die Füße abgehackt und den erwischt man nicht, den Typen. Obwohl in der Kamera, in der U-Bahn überall 20 Kameras. Also was sich in dieser Stadt Wien abspielt, und tut mir leid, das ist halt auch sozialistische Führung, sozialdemokratische, das geht auf keine Kurhaut mehr. Wien ist zum Zuwanderungsgebiet Nummer 1 geworden und das seit mindestens 10, 15 Jahren mittlerweile. Und zwar nicht unsere Anführungszeichen Genossen aus Jugoslawien oder aus Rumänien, Bulgarien, die zu uns arbeiten kommen, oder Slowakei, die Krankenschwestern, sondern es sind die Machettenmörder, die daher kommen aus Afghanistan. Und die braucht kein Mensch. Da gehört eine harte Kante gemacht. Und ich verstehe nicht, warum es ein Bürgermeister in Wien, der Herr Ludwig, nicht zusammenbringt, da einmal Wien von solchen Ereignissen frei zu bekommen. Das verstehe ich. Da braucht es einen blauen Bürgermeister. So, also. Eigentlich eine normale Diskussion sollte man annehmen. Sie ist in diesem Frühjahr vielfach so geführt worden, weil da hatten wir die Krawalle in Favoriten, wenn wir uns erinnern. Da hatten wir die Überfälle am Praterstern, um nur ein paar Dinge zu nennen. Und da sollte man eigentlich annehmen, dass man das diskutieren darf. Aber dann ist was passiert, Peter. Naja, dann gibt es so eine Organisation am linken Rand, die nennt sich SOS Mitmensch. Viele behaupten, weiß nicht, ob stimmt, viele behaupten, die besteht eh noch mehr aus einer Person, die hat ja eigentlich ihre Bestandskraft verloren. Und der zeigt die dann auch. Der schreibt dann die Staatsanwaltschaft Wien, der Westenthaler hat gesagt in der Sendung, alle Afghanen, die nach Österreich kommen, sind Machettenmörder. Wie wir jetzt gesehen haben, habe ich das nicht gesagt, sondern ich habe gesagt, aus diesen Ländern kommen eben auch Machettenmörder und Messerstecher. Die Staatsanwaltschaft nimmt das auf und macht daraus, bastelt einen eineinhalbseitigen Strafantrag, ich habe ihn da mit, wo sie das ganze Zitat, was ihr jetzt gehört habt, auflistet und am Schluss durch den Satz ergänzt, wodurch er, also ich, Afghanen, Syrer, Iraker, Iraner und Marokkaner in generalisierende Weise als Gewalttäter hinstellte. Das habe ich nur nicht gemacht, sondern ich habe gesagt, aus diesen Ländern kommen eben auch diese Gewalttäter. Und das jetzt fordern sie eine Hauptverhandlung und die Bestrafung nach Verhetzung. Übrigens auch bis 3 Uhr. Das heißt, du bist angezeigt wegen worden, Verhetzung. Wegen Verhetzung. Das geht und hast zu dasselbe Strafmaß wie der Herr Deichmeister. Dasselbe Strafmaß. Allerdings unbedingt, muss man dazu. Naja, das schauen wir mal. Ja? Und dann geht es ans Landesgericht Wien und dort gibt es eben Richter. Und ich sage ja, die unabhängige Justiz besteht aus 95% ordentlichen Richtern. Übrigens auch der Herr Apostol gestern. Genau. Das sage ich auch. Und das Landesgericht Wien hat dann nicht auf einer Seite, sondern auf insgesamt 7 Seiten diesen Strafantrag zurückgewiesen und das Verfahren eingestellt mit der Begründung, das, was die Staatsanwaltschaft behauptet, habe ich nie gesagt. Also ich darf vielleicht kurz zitieren, der typische Medienkonsument, also der uns da zuschaut, das sind Sie, liebe Zuschauer, steht da aus dem Spruch, aus dem angeführten Kreis an Zusehern versteht die Äußerung des Angeklagten, also von mir, aber nicht so, dass dieser die gesamte Gruppe der Migranten aus Afghanistan, Syrien, Irak, Iran und Marokko generalisierend als Gewalttäter hinstellte, beziehungsweise alle Menschen aus diesen Ländern gefährliche Verbrecher und minderwertig seien, beziehungsweise er zu Hass gegen diese Personen aufstachle. Er sagt, das, was mir vorgeworfen wird, hat er nicht gesagt, sagt das Landesgericht Wien und stellt ein. Und jetzt denkst du, okay, war ein Irrtum. Ist halt so. Nein, es ist einmal eine schallende Ohrfeige. Ja, natürlich. Ja. Wieder einmal, eine muss man erfundene, sagen. Die Staatsanwaltschaft zimmert sich eine Aussage von mir zurecht, die ich nicht gemacht habe. Ja. Und jetzt geht es weiter. Das Verfahren ist im Moment eingestellt. Gott sei Dank, weil es Richter gibt, die auch sich die sinnerfassend das, was ich sage, anschauen können, haben jetzt alle gesehen. Was macht die Staatsanwaltschaft? Sie erhebt Beschwerde dagegen. Wieder in einer ganz kurzen Form erhebt Beschwerde und sagt, na, wir sind der Meinung, ich habe generalisierend alle als Gewalttäter hingegeben, obwohl das nicht stimmt. Jetzt geht das Ganze ans Oberlandesgericht und es geht weiter. Ja, und das ist ja eine besondere Sauerei, muss ich sagen, denn diese Staatsanwaltschaft ist ja weisungsgebunden, wie weisungsgebunden, wir alle wissen. Es ist sie untersteht der Justizministerin so im Endeffekt. Ja. Dazwischen ist eine Oberstaatsanwaltschaft, die extrem politisch besetzt ist, wie wir auch alle wissen. Ja. Ja. Und dahinter kommt dann die Justizministerin. Das heißt, die können das gar nicht machen, wenn ich die Frau Sadic und das Justizministerium zustimmen würden. Und die zweite Sauerei, diese Hundlinge, wenn ich das so sagen darf, entschuldigen bitte, liebe RTR,
machen das mit unserem Steuergeld. Das ist ja der wirkliche Skandal. Das heißt, diese Beschwerde wird ja mit unserem Steuergeld eingebracht. Absolut. Von der Staatsanwaltschaft. Die nehmen unser Steuergeld, um dieses Verfahren, das sie bereits mit einer schallenden Ohrfeige vom Landesgericht verloren haben, weiterzuführen, damit der Herr Westenthaler oder in dem Fall wir verknackt. Schön brav weiterzahlen. Ja, und wenn wir nicht verknackt werden, zumindest weiterzahlen müssen. Ja. Bei dem Verfahren gehst du ja unter 50.000 bei einem Anwalt nicht mehr bei der Tür raus, um das ganz klar zu sagen. Das ist der Sinn. Das heißt, ich sage es jetzt aus dem Post und der Überzeugung, das ist eine politische Verfolgung, die da stattfindet, indem man eben jetzt noch einmal drauf geht und indem man alles versucht, dass ja eine Bestrafung gibt für etwas, was ich nicht gesagt habe. Jeder sieht das, dass ich es nicht gesagt habe. Und dann kommt Wolfgang noch was dazu. Ich sehe mich hier genauso wie du und teilweise natürlich hat der Josef Czab als journalistisch tätig. Das heißt, ich habe im Jahr 2013 meine politische Karriere beendet, bin aus allen Parteien ausgetreten, ich war bei der FPÖ, beim BZÖ und habe mit dem Jahr 2013 ein neues Leben angefangen. Und bin Journalist. Ich war Verlagsleiter beim größten Monatsmagazin in dem Land, ich war Kolumnist beim größten Monatsmagazin, ich bin Kolumnist bei euch in Österreich und ich bin hier politischer Kommentator. Ich bin journalistisch tätig und sehe mich als Journalist. Was hier versucht wird, ist, regierungsnicht genehme Journalisten, und jeder weiß, dass ich einer der Hauptkritiker der Regierung bin, mundtot zu machen. Mit dem langen Arm der Staatsanwaltschaft. Und ich muss ehrlich sagen, es hat einen Fall gegeben, erinnert sich im Frühjahr, vom Journalisten Miklautsch in Kärnten. Ja. Das ist halt ein genehmer, nicht ein nicht genehmer. Da hat es auch Ermittlungen gegeben und sofort, innerhalb von Wochen, wie die Ermittlungen bekannt geworden sind, hat das Justizministerium eine Weisung erteilt, dass gegen den Journalisten das Verfahren einzustellen ist. Weil gegen Journalisten in dem Land, die hier freie Meinung äußern, wird nicht ermittelt. Mhm. Anders ist, wenn es gegen einen Journalisten ist, der gegen die Regierung ist. Ich muss echt sagen, es ist unfassbar, was in dem Land alles möglich ist und wie sich die Regierung jetzt am Boden liegend da wehrt. Josef, du warst Mediensprecher deiner Partei. Das heißt, du kennst das alles. Du hast da sicher eine klare Meinung dazu. Deine Beurteilung dieser eigentlich unfassbaren Zensuraktion. Ja, ich bin dabei gesessen. Ja, er hat ja das gerade geschildert. Ja. Wir haben nach wie vor... Das ist im Streitgespräch mit dir entstanden. Entstanden, genau. Ja. Wir haben natürlich so unterschiedliche Einschätzungen und so weiter. Aber er hat nie gesagt, alle Afghanen sind Messerstecher und hocken die Gliedmaßen ab. Das hat er einfach so nicht gesagt. Ja, also das, ich glaube, ich war aufgestanden und gegangen, wenn du das gesagt hast, weil das... Das geht, das ist No-Go. Ja, das ist einfach No-Go. Aber was mich ganz beschäftigt, ist Folgendes. Du kriegst diesen Strafantrag, du musst in einen Prozess rein, wahrscheinlich. Ja, du hast dann eingestellt. Angenommen, es kommt doch noch zu. Es kommt weiter, es kann ja weitermachen. Ja, genau. Dann vor allem, du musst jetzt auf jeden Fall wieder einen Anwalt zahlen. Ja, Moment, jetzt kommen wir auf den Punkt. Du wirst sozusagen freigesprochen, sage ich mal, das haben wir bei der letzten Sendung schon angesprochen. Ja. Du hast Verfahrenskosten und das ist der Hammer. Ja. Du hast zwar, es ist so alles okay, der Ruf ist aber, naja, ich meine, der Ruf ist so oder so dann beeinflusst. Na ja, aber letztlich, das ist ja ein Kompliment. Naja, aber letztlich die Verfahrenskosten. Und ich finde, bei Freisprüchen muss die Republik die Verfahrenskosten tragen. Sonst ist das kein funktionierendes Rechtssystem. Das ist ja das, was mich so aufregt, dass diese Staatsanwaltschaft mit unserem Steuergeld jemanden verfolgt, der von einem Richter mit unserem Steuergeld freigesprochen wurde. Ja? Und die hören einfach nicht auf. Genau. Weil sie sagen, wir machen jetzt Schluss, wir machen jetzt weiter. Ja? Wir haben zwar verloren, aber schauen wir mal, da kommt der nächste Richter, da kommt das Oberlandesgericht. Zwei Punkte noch. Das ist vielleicht politisch anders gefährlich. Und dann kann er zahlen. Vielleicht geht es dort auf. Die Ordnung einer Hauptverhandlung, man kann ja, ich glaube es zwar nicht, weil wir sagen, alle Anwälte, solche Beschwerden werden in der Regel abgelehnt. Aber was heißt schon in der Regel, wenn es um mich geht oder wenn es um politische, journalistische Kritiker geht? Punkt 1, Josef, wir haben irrsinnig oft Dutzende Male hier über die Zuwanderung diskutiert. Und wir haben eigentlich, eins hat uns verbunden, dass wir immer differenziert haben. Wir haben nie pauschal irgendjemand verurteilt. Wir haben immer gesagt, es gibt die Bösen, die Guten, wie überall. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, wisst ihr, dass in vielen Ländern, angelsächsischen Justizsystemen, aber auch in skandinavischen, wenn dort ein Gericht jemanden freispricht oder das Verfahren wie in dem Fall einstellt, dann gibt es gar keine Möglichkeit mehr für die Staatsanwaltschaft. Das habe ich ja früher gemeint. Und das ist auch genau begründet, weil die dortigen Systeme juristischen, die Politik sagt, es soll niemals der Anschein erweckt werden, dass dich der Staat ein Individuum verfolgt. Na, was ist das in dem Fall?
eingestellt, noch einmal drauf, so lange, bis es passt. Ich habe das ja schon einmal erlebt in einer anderen Kasse. Plus zu die Kosten, zu der Rechtsanwaltskosten. Plus ja. die wirtschaftlichen Nachteile. Ja. Also das auch hier ist eine ganz, ganz miese Aktion. Ja. Das muss man ganz klar sagen. Ich meine, ich finde es ja schon äußerst, äußerst bemerkenswert, dass eine Staatsanwaltschaft in eine Sendung wie unsere eingreift und jetzt anfängt, Diskussionsbeiträge als Verhetzung anzuklagen. Ja, wo sind wir denn bitte für was? Erstens sitzt hier immer ein Vis-à-vis. Das Ganze ist ja ein Streitduell. Das heißt, es kann ja gar keine Verhetzung sein. Verhetzung wäre ja, wenn einer alleine, wie vielleicht auf einem unserer Konkurrenzsender, solche Meinungen unwidersprochen vorträgt. Aber wenn da dauernd der Widerspruch ist, wir haben ja gesehen in dieser Passage, dass du ja widersprochen hast etc. Und er hat daraufhin gesagt, das sind eh nicht, das sind nur Bestimmte und so weiter. Ja? Also da war von Verhetzung überhaupt keine Rede. Und wenn wir jetzt anfangen, jede dieser Sendungen nach Verhetzung anzuklagen, dem Groß ist das ja auch schon passiert, muss man dazu sagen. Das heißt, uns passiert es mittlerweile zwar nicht regelmäßig, aber leider immer öfter. Dann hört sich die Meinungsfreiheit in dem Land auf und dann können wir nicht mehr diskutieren. Und das ist der Sinn von diesen Ansätzen. Und dann können wir gewisse Themen nicht mehr diskutieren. Und das ist ja das, was man offenbar erreichen will. Nämlich, dass wir über Zuwanderung, über zu viele Asylanten, über das Versagen der Asylpolitik in Österreich nicht mehr diskutieren dürfen. Weil man dann, wie wir an dieser Staatsanwaltschaft sehen, angeblich, sehr absurd, aber angeblich immer am Rande der Verhetzung sind, Josef. Nein, und außerdem, schau, wir haben uns bemüht, besonders ich, sage jetzt einmal, das auch sehr menschlich aufzuarbeiten, sehr differenziert aufzuarbeiten. Aber man wird doch in dem Land nur sagen können, zu schnell, zu viel. Man wird in dem Land doch sagen können, also wenn man 100.000 abgelehnte Asylanträge hat, dann stimmt doch etwas nicht. Ja? Und natürlich sind, und das weiß ich von vielen Diskussionen, ist es ein Problem, ferne Kulturen, ferne Religionen, die sozusagen mit der Lebenskultur in diesem Land besonders wenig was anfangen können, viele von denen auch nicht integrationsbereit sind. Das will ich bitte feststellen können. Vor allem, das war eine Diskussion, wie sie politisch in Österreich hundertfach geführt wird, wie sie an Stammtischen tausendfach geführt wird, wie sie in Familien hunderttausendfach geführt wird. Ja. Und wenn das jetzt alles unter Verhetzung fällt, dann wird dieses Land mundtot gemacht. Und das muss man schon ganz klar sagen, wäre den Anfängen, also was hier mit der Staatsanwaltschaft, bei allem Respekt vor den Staatsanwälten, das sind großartige Menschen dabei, vieles, was diese Staatsanwälte tun, zum Beispiel in der Korruptionsbekämpfung, Hut ab und Gratulation an diese Staatsanwälte, also nichts gegen die persönlich, ganz im Gegenteil. Aber das System ist schwerstens abzulehnen, schwerstens. Nämlich, dass hier sozusagen eine Staatsanwaltschaft sich zum Oberzensor macht und sagt, jetzt fangen wir an, Diskussionsbeiträge als Verhetzung anzuklagen. Dann können wir Schluss machen da, dann sperren wir zu, würde ich sagen. Ich möchte nur die Zuschauer beruhigen. Bei mir löst es genau das Gegenteil aus. Also ich werde natürlich mich nicht mundtot machen lassen, sondern ich werde hier jeden Mittwoch sitzen und mir fordert das ein bisschen heraus, das halt dann noch detailhafter darzustellen. Denn ich lasse mir sicher nicht den Mund verbieten und die Zuschauer wissen das ganz genau. Bei mir geht das nicht. Sie haben es schon einmal probiert in einer anderen Chaos, aber wir wissen es, das ist jetzt 5 Jahre her. Also wenn man das auch in Vergleich setzt zu der Deichtmeisterei, da wird man heute noch schlecht. Selbe Strafausmaß, muss man noch mit dazu sagen. Das Wesen dieser Sendung ist, dass hier 3 Personen sitzen und die sagen ihre Meinung und aus. Und deshalb, meine Damen und Herren, will ich Ihnen sagen, ist derjenige, der das ja leiten darf. Und dafür bin ich besonders dankbar, auch den beiden Herren hier. Bei uns wird nicht zensuriert. Jeder Staatsanwalt, der glaubt, uns mundtot machen zu können, der kann sich brausen, um das einmal ganz klar zu sagen, brausen. Und zwar komplett brausen. Uns wird kein Staatsanwalt mundtot machen, weder von der WKStA noch von der Wiener Staatsanwaltschaft, die in diesem Fall diejenige ist, die das Ganze losgetreten hat, noch sonst aus anderen Teilen der Justiz. Auch kein Politiker wird uns hier mundtot machen. Das ist ja das, was Sie an Fellner Live an uns so lieben, dass wir uns eben nichts vorschreiben lassen. Wir lassen uns hier nichts verbieten. Wir sind kein Politfernsehen wie der ORF, wo unser Stiftungsratsvorsitzender sagt, was wir sagen dürfen und was nicht, sondern wir sagen das, was wir wissen, dass Sie wollen, dass diskutiert wird.
Und deshalb werden wir so weitermachen wie bisher. Und wir sagen der Staatsanwaltschaft, habt's uns gern. Das schauen wir uns an, das werden wir durchfeiten. Wenn es wirklich zu einer Beschwerde kommt, die wir zahlen müssen, dann ist es ein Justizskandal allergrößten Ausmaßes, weil dann werden wir mit Steuergeld, weil der Staatsanwaltschaft zahlt sich das ja nicht selber, sondern der arbeitet ja mit Steuergeld, werden wir uns das selber zahlen müssen. Aber wir lassen uns das nicht gefallen und wir werden für Sie kämpfen. Und deshalb sind wir also dankbar, dass Sie uns zuschauen. Und das ist wahrscheinlich auch unser Erfolgsrezept, glaube ich. Warum haben wir 170.000 Zuschauer? Übrigens bei der letzten Sendung, haben wir noch gar nicht gesagt, neuer Rekord bei der letzten Sendung, 170.000 Zuschauer bei Chubb gegen Westenthaler und bei Fellner Live. Und das haben wir deshalb, weil wir uns von niemandem den Mund verbieten lassen. So, das war's zu diesem Thema. Jetzt gehen wir in eine kurze Werbepause und da müssen wir aufpassen, dass wir nicht schon wieder wegen Verhetzung angezeigt werden. Denn dann geht's um unseren Basti im Knasti. Und wir wissen, der hat ein paar Leute sitzen am Kärntnerring oder wie das heißt. Die schreiben dann genau mit, nicht, dass wir da schon wieder vor dem Richter landen. Also, kurze Werbepause und dann wird's spannend. Dann geht's um den neuen Kinokultstar dieser Republik, um den Mr. Blockbuster, müsste man sagen, um unseren Kinostar Basti Fantasti und wie weit er jetzt sozusagen Sie und uns kinomäßig, sprich cinemamäßig begeistern kann. Wir sind gleich wieder da. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. So, jetzt Schluss mit den Justizskandalen, Schluss mit dem Ärger, Schluss mit auch der Betroffenheit, die wir hier einerseits als Zuseher des Deichtmeisterprozesses, andererseits als Betroffene dieser Staatsanwaltschaftsverfolgung haben. Jetzt geht es um die wirklich heiteren Dinge des Lebens, um auch die heiteren Dinge der österreichischen Innenpolitik, die ja per se schon heiter ist, denn fast denselben medialen Aufmerksamkeitswert wie das Deichtmeisterverfahren hatte ein Kinofilm. Ein Kinofilm, der demnächst zwei Kinofilme ist, mit einem Hauptdarsteller, von dem wir schon immer gesagt haben, der Mann ist der beste Schauspieler, den die Politik in den letzten Jahren hervorgebracht hat. Na, richtig? Waren immer deine Worte, Josef. Der beste Schauspieler schlechthin. Er war ja schon auf der Stadthallenbühne und hat sich dort segnen lassen. Er war im kleinen Walsertal und hat dort während Corona die Landbevölkerung bestens unterhalten. Jetzt unterhält er alle Kinofans. Unser Basti Fantasti, Sebastian Kurz, tritt in die Fußstapfen von Arnold Schwarzenegger, der in dem Film ja auch auftritt, und ist jetzt die legendäre, sagt man, Hauptdarsteller eines großbeworbenen Films mit Megaplakaten, 20 Meter Größe, wird das in Wien derzeit beworben. Sebastian Kurz als Filmstar. Du hast es ja noch nicht gesehen, aber du hast einiges darüber gelesen. Heute Abend war Premiere oder ist gerade Premiere. Du fehlst leider. Was erwartest du davon? Was erwartest du von dem Film? Also, wie gesagt, ich habe nur die Rezensionen gelesen und die Hintergründe. Mittlerweile kann man sich ein Bild machen, ohne es gesehen zu haben. Ich muss den Sebastian Kurz und seine Truppe enttäuschen. Es wird kein Reißer werden. Er wird nicht viele Zuschauer ins Kino damit bewegen. Weil wenn sie das schon wieder anschauen will, dann geht er nicht ins Kino und zahlt, sondern wartet, bis das irgendwo in einem Free-TV, vielleicht sogar auf ORF24, ausgestrahlt wird. Ich glaube, eher im ORF sowieso. Das wird sowieso nicht so lange dauern, bis also das kommt. Also das ist eher eine ORF-Produktion. Also die Blockbuster-Filme, die brauchen ja meistens so ein halbes, dreiviertel Jahr, bis sie ins Fernsehen kommen. Bei ihm wird das kürzer sein, kommt mir vor. Nein, der hat einen Zug aufs Tor. Ich glaube, ich vermute, was er will. Er will einmal zu einer Oscar-Verleihung. Ja, der glaubt wirklich, dass er einmal zu einer Oscar-Verleihung eingeladen wird als Hauptdarsteller eines solchen Films. Spaß beiseite. Wir haben eine unglaubliche Geschichte eigentlich. Es ist eine Posse. Es hat ja nichts mit wirklicher Politik zu tun. Da gibt es eine Gruppe, die macht einen Film, das ist seit längerer Zeit bekannt, der ein sehr kritischer Film ist gegenüber den Sebastian. Angeblich nicht, weil die Leute, die ihn jetzt gesehen haben, sagen, Stinkfahrt. Ja, Fahrt sind beide, ja. Aber angelegt war er als zumindest Kritiker. Es kommen Kritiker vor, es kommen auch diese Gerichtsverfahren vor. Und ja, aber die hatten offenbar Mut vor der eigenen Courage und das hat Sebastian Kurz und seine Truppe irgendwann einmal schon gerochen, als der Film noch in Produktion war, und gesagt, da müssen wir dagegen halten. Macht's mal bitte einen Imagefilm, den wir zur selben Zeit, Schlawiner ist er ja, Schlaucherl ist er auch, den wir zur selben Zeit rausschießen in die Kinos, damit zwei Wochen früher. Noch früher, damit wir den eigentlichen kritischen Film abstechen.
dass selbst dieser Film, der kann mir keiner erzählen, dass das nicht der Kurz oder irgendwer gewusst hat, dass dieser Promotion-Film, Werbefilm für ihn, völlig anders angelegt war und dass ja auch Protagonisten interviewt worden sind, denen er mal ganz was anderes gesagt hat. Das zeigt schon wieder dieses Schlawinertum und dieses unsaubere Arbeiten, weil jetzt melden sie auf einmal reihenweise der Kern, der Nick Barsch, jetzt melden sie Interviewpartner, ich weiß nicht, vielleicht kommt der Schwarzenegger auch noch um die Ecken, weil der sagt ja unglaublich Komisches, das gar nichts mit Kurz zu tun hat. Das heißt, man hat Menschen hier zu einem Film gefragt, zu einer Dokumentation, aber nicht zu einem Imagefilm des Herrn Kurz. Und die fühlen sich jetzt missbraucht natürlich. Die sagen, wenn ich gewusst hätte, dass das so ein Imagefilm ist, hätte ich nicht. Wieso wissen wir, dass es ein Imagefilm ist? Es kann ja auch eine Dokumentation sein. Ja, ich habe mir jetzt nur, wie gesagt, alle Aussagen, inklusive deiner Zuseher, die heute diskutiert haben, am Vormittag angeschaut. Also, da kommt ja nichts vor. Da kommen ja negative Passagen nicht vor. Das ist ja, ich weiß nicht, wie lange der dauert, 90 Minuten, 80 Minuten, eine reine Promotion über sein Leben mit tollen Bildern. Und eine Dokumentation seines Aufstiegs. Angeblich hat es 500.000 gekostet. Keiner weiß, woher das Geld kommt. Das ist das Nächste. Wer zahlt es, ist auch die Frage. Ist nicht bekannt. Ich sage so, bitte wieder dorthin, wo es hingehört, nämlich in den Bereich Sinnlosigkeiten und wieder zurück zur wirklichen Politik. Josef. So. Der muss ein Narziss sein, der grenzenlos selbstverliebte Mensch. Das hast du schon gesagt, wie auf der Stadthallenbühne war. Genau, da hat er sich kritisch durchgeordnet und gesagt, das war leicht drüber. Hat er gesagt, dass dort 10.000 Leute waren. Aber immerhin, Kompliment, da musst du mal 10.000 Leute finden, die dorthin pilgern. Ich weiß gar nicht, was man denen angeboten hat, damit sie wirklich hinpilgern. So wie Würstel kannst du nicht einmal ganz Wien auftreiben. Also irgendwas muss da gewesen sein. Aber ist okay. Ja. Schau, was dort fehlt bei diesen Filmen ist, die wahre Politik, welches System er aufgebaut hat, warum überhaupt die Korruptionsstaatsanwaltschaft sich interessiert hat mit Thomas Schmidt und den Chats für dieses System. Und die fünf politischen Inhalte, also mit damit nichts Gutes für die Familien, sonst sind die Länder noch irgendwie für den Mitterlehner. Ja? Ich meine, lauter solche Sachen. Ein Verrat, ein Intrigant an den Mitterlehner, an dem, der sozusagen noch der aktive Vorsitzende war. Die Art und Weise, wie er mit dem Kern umgegangen ist und der dann noch ein Interview auch noch gibt. Ich meine, das ist ja echt ein guter Mensch, der Kern, dass der das noch macht. Auch noch. Ja, ist unfassbar. Und ich muss ehrlich sagen, das ist eine kritische Aufgabe. Schau, ich würde sagen, Peter Wessner, warum machen nicht wir einen Film über den das Kurz? Schön, ja. Dass man mal ja, kurz doch, über euch. Ja, über uns passt kann mehr machen, sondern Kurz, wie er wirklich war. Ja, die Wahrheit über Kurz, ich weiß ein paar so Titeln. Ja. Schau, und dann, wenn man das hinauszögert, mit Thomas Schmidt, dann kriegt er den Oscar für sein Lebenswerk. Vielleicht kriegt man der kriegt den Oscar für sein Lebenswerk. Vielleicht kriegt man Quentin Tarantino dafür, der passt. Ja, dass das ein ganzer irrer Film wird, ja, wo man dann so ein bisschen herumschwirrt auf der Leinwand. Mit Blutbad. So. Ja. Im Ballhausplatz. Ja, ich meine, schau, aber ich meine, allein, dass man in einem Land zwei Filme für einen der erfolglosesten Bundeskanzler der ehemaligen, der ist einfach gegangen, ja. Ja, weil er gehen musste. Ja, ja, immerhin. Das ist ja nicht ein Erfolgszeichen. Also einer der Erfolge hieß, der geht nicht unter diesen Bedingungen schon gar nicht. Ja, und reden wir mal gleich über das. Ja. Ich meine, die hat ja eine Wahl, die hat zunächst einmal einen Putsch gemacht. Ja? So fängt er an. Er hat zuerst den Mitterlehner weggeputscht. Und dann hat er den Kern weggeputzt. Die sind ja beide weggeputzt worden, der Kern aus eigener Blödheit, muss man dazu sagen. Das war schon eine unglaublich dumme Aktion, wie der diese Wahl verloren hat. Das wäre ja früher in der oder vorher verloren, weil er nicht gewählt hat. Er hätte mich, wenn er früher gewählt hätte, ja, unter Mitterlehner, haben wir mal gesagt, war er Kanzler. Damals, wie er diesen komischen Auftritt da in Wels gemacht hat, haben alle gesagt, geh wählen. Ja. Aber hat er nicht gemacht, weil er Angst gehabt hat. Ja. Angst gehabt. Ja. So, also. Zuerst hat er die weggeputscht. Genau. Dann hat er einen sensationellen Wahlerfolg erzielt gegen den Kern, mit dem ja eigentlich niemand gerechnet hat. Genau. Dann hat er den Mut gehabt zu einer neuartigen Regierung, für die dieses Land ja schon einmal unter Sanktionen gestellt wurde, wo es ja leicht noch einmal hätte passieren können. Und hat also die Blauen mit dem Strache, bitte für mich, und dem Kickl beide zusammen aus der Mottenkiste herausgeholt und mit denen eine Regierung gebildet. So, dann sind ihm die lästig geworden, unter anderem wegen der ORF-GIS-Gebühren, wegen dem Innenministerium, weil sie da die ÖVP-Netzwerke zerschlagen haben. Zuerst haben sie die ORF-Netzwerke zerschlagen, dann haben sie die Innenministeriumsnetzwerke, dann hat ihm Hani gesagt, jetzt reicht's aber, ja, Schluss. Dann kam Gott sei Dank das Ibiza-Video, wo mir ja nicht heute noch immer nicht weiß, wäre auch interessant, wenn der Film ein richtiger Thriller wäre,
dann müsste ja das Ibiza-Video aus der ÖVP kommen, vom Kurz selber. Aber das ist jetzt, bitte, ja. Na schon, wie schieße ich meinen Regierungspartner? Aus der ganzen Geschichte so, kannst du dann 5 genau, machen. Sorry, kannst du dann 5 machen. Ja, so, dann hat er die Aussicht gehabt, hat eine Neuwahl gemacht, hat diese Neuwahl fulminant gewonnen. Insofern kann man nicht sagen, er war der erfolgloseste Politiker. Weil so einen Neuwahlerfolg hat es kaum gegeben. Und dann kamen zwei eigentlich läppische WKStA-Anklagen. Also zumindest die erste, die jetzt verhandelt wird, ist läppisch. Nein. Na Moment. Das Wolfgang, du vergisst was. Er ist von einer ganz rechten Koalition zu einer ganz linken, ganz linken Koalition. Und hat denen auch noch das Justizministerium geschickt. Als besondere Blödheit, was wirklich nur ein politisches Greenhorn machen kann. Ja. Weil jeder von euch zwei ist das Letzte, was ich hergibt, ist das Justizministerium. Wie du ja seit Bruders Zeiten weißt. So, überparteilich. Genau, überparteilich. Ganz Kirchling, über. Immer überparteilich. Ja. So, und dann hat er also eine komplette Seite gewechselt und dachte, das ist genial, weil jetzt werden ihn alle lieben, die Rechten, die Linken, alle. Dann kamen zwei eigentlich läppische Anklagen daher, über die ja ein Orban oder ein Netanyahu ja nicht einmal geschmunzelt hätten. Die haben gesagt, was ist denn das? Ja, meinen die das ernst? Ja, bitte. Ja, oder ein Berlusconi oder wie alle diese Politiker. Auch ein Macron oder so. Ich habe gesagt, kein Komfort so mit dem. Das mache ich zum Frühstück. So, und dann kamen aber natürlich die Jets. Und da war klar, die Jets treffen ihn. Aber auch die hätte ein Profi-Politiker weggesteckt. Stattdessen hat er sich die Windeln voll gemacht, weil er ja noch ein relatives Greenhorn war, ist abgehaut von einem Tag auf den anderen und hat diese Republik ins Chaos gestürzt. Das Einzige, darf ich kurz sagen, was man in der Historie noch dazufügen muss, ist, es wird vom Herrn Kogler, Sieg Werner, Grüner Werner Kogler in der Geschichte nichts überbleiben, aber eins bleibt über. Das Messer. Er hat den Kurz das Messer hinten reingehauen und er hat den Kurz gestürzt. Dankenswerterweise macht deswegen trotzdem die ÖVP mit Kogler Regierung, das ist eine eigene Geschichte, das ist der Masochismus der ÖVP. Aber er hat damals an diesem Wochenende mit der Koalition aller anderen Parteien den Kurz so weit gebracht, dass er gehen musste. Das gehört nur in die Geschichte hinein, weil das ist so skurril. Deswegen sage ich ja, ein Film wäre es wert, du hast recht. Einer, der Format hat, ein erfolgreicher Politiker, prüft doch zuerst, wenn er sich Mitarbeiter aussucht. Genau. Spätestens nach 10 Minuten hätte er beim Thomas Schmidt, dem Chatmeister, merken müssen. Der Typ ist ganz dicht im Oberstübchen. Ja. Spätestens nach den ersten 3, 4, 5 Chat hätte er müssen raushauen. Herholen, ich meine, ihr habt sie auch so geleitet. Ja. Die habt euch geholt in die Parteizentrale und gesagt, nur ein Chat und der Kopf ist ab, aber der muss die Psyche vom Nero gehabt haben. Ja. Dem war das völlig wurscht, durchsetzen, putschen, und irgendwann war es dann aus, weil dann in der ÖVP, es war ja nicht nur der Kogler, auch in der ÖVP ein paar gesagt haben, ja, mit dem Typen, das geht nicht mehr mehr. Ja, der zerstört auch das, was wir so gewohnt sind. Unsere politische Kultur in der ÖVP. Die Kirche. Ja, der malt. Ja. Sie haben ja gesagt, pass auf, wenn du uns türkis anmalen willst, das ist okay, da hast du einen Pinsel, mal ein bisschen. Aber wir wollen so bleiben, wie wir immer waren. Ja, und das hat dann der Thomas Schmidt mit Postenvergaben, mit all den Dingen. Ja, gut ist, gut ist, gut ist. Und da hat dann der Kurz mitgespielt. Der Kurz war kein Reformer. Der Kurz hat ausschließlich für den Kurz gewartet. Er war leider kein Reformer, muss man ehrlich sagen. Aber eigentlich ist ja das... Ja. Darf ich die Diskussion ein bisschen weiterleiten? Eigentlich ist die Frage, warum macht er das jetzt alles? Ja, genau. Das wollte ich dann hinaus. Also das war jetzt die Kurzfassung einer Kurzbiografie, die nicht ganz dem Film entspricht. So ist es, der eigene Film eigentlich. Genau. Der würde einen dritten Film haben. Der ein toller Film wäre. Der würde einen dritten Film haben. So, und jetzt, warum macht er das alles? Die Hauptaussage seines Films, die jetzt auch in den Werbeclips transportiert wird, ist ja, eigentlich kann er sich an kein einziges Chat erinnern, das verwerflich wäre. Vielleicht sollte man das einmal schicken, die Listen seiner Chats, wie er die Kirchen erpresst hat, wie er gesagt hat, da kann ich ein Bundesland aufbringen gegen die eigenen Leute. Also, okay, das lassen wir das mal weg. Aber der eigentliche Sinn, warum macht so? Welchen Antrieb hat jemand? Und der Antrieb ist ja völlig klar, der plant sein Comeback in der Politik. Da bist du dir mittlerweile sicher. Vor ein paar Monaten hast du gesagt, der hat keine Chance. Das ist wieder was anderes. Ob er dann bei Wahlen reüssiert, ist wieder etwas anderes. Aber du sagst, er will zurück. Der hat jetzt einmal gesehen, das in der Privatwirtschaft, das ist nicht so meins. Und das ist ja eine gewisse Sucht, Politik ist Sucht, da kommst du ja schwer davon los. Und der denkt sich aus dem Nehammer,
der bringt nichts zusammen, der ist so schwach. Und der lässt ihm jetzt die Wahlen verlieren, weil vor der Wahl wird sich das Comeback kaum ausgehen. Ja, ja. Außer die nächste Umfrage ergibt, der Nehammer fällt vielleicht weiter runter, dann wird sich die ÖVP überlegen. Naja, du Peter, der Nehammer verliert ja auf jeden Fall eine Wahl. Ja, ja. Das ist einmal die Europawahl, weil da wird ihm der Kickl die Unterhose ausziehen. Dann könnte eine neue Dynamik, bitte nicht, das vorstellen. Nehammer ohne Unterhose ist schon so schlimm, aber ohne ja, bitte nicht. Dann könnte natürlich eine neue Dynamik, weil eins, und da bin ich jetzt auch wieder sehr objektiv, der Kurz kann noch so verurteilt sein und noch so viel Chats geschrieben haben und. Er ist A, ein medialer Typ, er weiß, wie man medialen Klavier spielt, er kann reden und er ist einfach jemand, der in Wahlen verkaufbar ist und zwar mehrfach verkaufbarer als der Nehammer. Der Kurz wird nie mehr zu den Ergebnissen kommen, wo er einmal war. Er kommt über keine 30%. Aber ins Spiel um Platz 1 zwischen 24 und 27% der drei Parteien, na, da zirkt er sicher mehr wie ein Nehammer. Also und man muss natürlich sagen, wann uns dieser Film was gezeigt hat, dann, dass dieser Mann ein Marketing-Genie ist. Weil aus so einem Chaos, aus so einer Nummer zu machen, Hut ab, oder? Ja, Josef. Das ist natürlich richtig. Aber schau, ein bisschen soll der Charakter auch noch eine Rolle spielen, finde ich. Ja. Wenn man sagt, das ist völlig wurscht, jedes Schmutzfink kann in der Politik alles werden. Aber ich sage nur jedes. Bitte. Ich sage nicht Staatsanwaltschaft. Ja. Ich habe gesagt, das wird gefährlich. Das ist total gefährlich. Bitte, ja. Aber nur das finde ich. Und der will einen dritten Film. Nein, schau, den sein Narzissmus. Er ist beleidigt in seinem Ego. Und er will noch einmal, er will irgendwie. Er will noch einmal Wahl gewinnen. Er will ganz noch klar. Einmal kommen. Ja. Ja. Und jetzt hat er zwei Möglichkeiten. Er löst den Nehammer vorher ab. Oder der Nehammer wird vorher abgedreht. Ein kleines Butscherl. Er kennt sich aus mit Butscherl. Vielleicht braucht er bei Nehammer gar keinen Butscherl. Er kriegt schon ein Butscherl. Ja. Ich glaube, so es reicht eine gewaltige Wahlniederlage bei der EU-Wahl, die ÖVP ja bis jetzt immer gewonnen hat. Ja, ich glaube, es gibt ja noch keine EU-Wahl, die ÖVP genau, verloren. Und dann haben sie auch das Problem nicht, ob sie mit Kickl regieren oder nicht. Genau, der ist der Problemlöser. Genau. Der Kurz, der sagt, schau, der Nehammer im Gegensatz zum Nehammer habe ich das nicht gesagt. Vergessen wir das, was war. Der Nehammer hat sich da verplappert, das dunkle Zimmer. Immer wenn es dunkel wird, wird er schläfrig. Da kann er nicht so gut nachdenken. Also der Herbert, der Nehammer, den darf man abhaken. Und dann tritt der Kurz an. Und zur Not kannst du ja auch kannst du das auch dann begründen? Die ÖVP ist ein Meister im Begründen. Drei Bundesländer haben gesagt, mit der Kickl-FPÖ machen wir keine Koalition. Drei Bundesländer haben es gemacht. Oberösterreich, Salzburg, Niederösterreich. Wobei in Niederösterreich ist ein besonderer Kickl-Anhänger war dort. Selbst mit dem sind sie noch ins Koalitionsbett gekupft. Und dann kommt der Nehammer und sagt, aber mein Wort gilt, mit Kickl nicht. Ja, der kann ja nur lachen, wenn es wirklich so ist, also, der Kurz. Josef, sagst du auch, Kurz kommt zurück? Ja. Du sagst das? Ja, aber ich lasse doch keine Filme drehen. Du glaubst das auch? Nein, schau, du glaubst es? Nein, aber Wolfgang, wenn ich zwei Filme über mich gedreht werden. Naja, der eine ist ja nicht beauftragt. Naja, ist ja wurscht, aber er ist auch harmlos. Und er sagt, du, schreiben Sie über mich, was Sie wollen, filmen Sie über mich, was Sie wollen, nur den Namen richtig. Den kurzen Namen kannst du nicht. Genau, der will den Lebens-Oscar haben, der will den politischen Oscar für sein Lebenswerk haben und das kriegt er nur, wenn er noch einmal kommt, Österreich, tut mir dieses Land leid. Josef, was er genial zusammengebracht hat, in den letzten Wochen, kein Mensch redet mehr über Nehammer, alle nur mehr über ihn und den Film und über alles wirklich. Er sticht ihm ja schon ab, also ist schon die Kampfansage eigentlich. Der Nehammer soll sich ein bisschen fürchten schon langsam. Ich persönlich glaube ja, dass das ein friendly Takeover wird. Ich glaube, dass der Nehammer, vor allem wenn er die EU-Wahl verlieren sollte, gar nicht mehr sonderlich Hass drauf ist, in der Nationalratswahl zu gehen, wer sich ausrechnen kann, dass er dort die Doppelte aufs Dach kriegt. Diese drei Szenarien. Was du sagst, friendly Übernahme halte ich für wahrscheinlich, wenn er sich die Umfragen gar nicht aufhört, dann kommt die EU-Wahl. Unfriendly Takeover, wenn sich in der ÖVP eine Mehrheit bildet und sagt, lieber Sebastian, der Heilige, bitte komm wieder. Und die dritte Variante würde ich auch nicht ganz ausschließen. Dass nämlich der Sebastian überhaupt sagt, ich pfeife auf die ÖVP und mache eigene Partei. Auch das ist nicht auszuschließen, weil die Finanzierung bringt er jederzeit zusammen mit seinem Netzwerk. Und seine Truppe, darf ich nicht vergessen, seine Truppe, die er da um sich geschart hat, die sind ja alle nicht im Frieden aus der ÖVP gegangen. Die haben doch alle eine Rechnung offen mit der Partei. Also ich halte da alles für möglich. Es wird spannend. Spannend. Also dass da noch eine Partei mehr kommt und der dann unbelastet ist, und der dann vielleicht wirklich Erster werden könnte. Nicht Kurz der Film, Kurz die Partei. Kurz die Partei. Aber du sagst, auf jeden Fall ist er bei der Nationalratswahl im Oktober
2024 dabei. Da bleibt dem Nehammer nur eine Möglichkeit, er muss das Ganze vorverlegen auf März 2024. Ein eleganter Dann Schacht. Bleibt ihm der Kurz erspart. Ich glaube nämlich, dass Kurz noch nicht so weit ist in der Gesamtplanung. Es wäre ein eleganter Schachzug vom Nehammer, den Kurz auszubringen, es wäre die Wahl auf März vorzuverlegen. Und die Frage ist ja, er braucht einen Freispruch. Kriegt er den Freispruch? In also dieser eigenartigen, falschen Zeugenaussage. Ich bin kein Prophet, aber ich habe das in mehreren Sendungen gesagt. Ich bin auch nicht Verteidiger des Kurz. Ich habe ihn da sehr oft kritisiert. Aber das ist schon sehr dünn, was da am Tisch liegt. Das ist wirklich dünn. Also du meinst, er hat eine gute Chance, das zu gewinnen. Ja. Nein, also und wenn er das gewinnt, dann geht die Post ab natürlich. Ne? Nein, Wolfgang, es ist natürlich besser, der wird überhaupt gleich freigesprochen. Aber wenn er nicht freigesprochen wird, es ist ein Politjustiz. Das hat er schon einmal gesagt. Das ist ja natürlich. Ist er nicht ganz falsch mit dem Richter. Der Politjustiz. Ja. Er macht es trotzdem. Ich bin ein Verfolgter, sagt er. Ich sage es völlig wurscht, ob er feiert oder nicht. Ja. Das heißt, er hat seinen Plan und wo er ganz sicher dabei ist am Wahlabend. Da ist er sicher dort. Weil wenn der Nehammer ausstürzt und alle den schon gar nicht mehr grüßen, dann kommt er plötzlich, dann hat er wahrscheinlich den 10 Euro gegeben, der Mann, der den Scheinwerfer bedient, der trat den Scheinwerfer so hin, es ist nur mehr kurz im Bild. Und ich habe den Verdacht, da ist was im Busch, weil die auch alle um sich wieder sammeln. Und? Die ganzen Ballastplätze also, dann haben wir jetzt letzter zwei Satz. Spannende und? Thesen. Der hat ja auch neben dem Ziel, wieder in die Politik mischen, ist ihm ja eins wichtig, den Fehler des Justizministeriums wieder einer anderen Partei zu geben, macht er keine Zweifel. Ja, natürlich, das braucht er dringend selbst zurück. Selbst wenn er verurteilt ist, gerade deswegen braucht er das Justizministerium. Ja, klar. Und das kann er sich mit der FPÖ sicher sehr gut antäuscheln, muss man sagen. Ja, gibst ihn an den Finanzminister und kriegst das Justizministerium mit an. Auf das legt das an. Ja, genau. So, lieber Josef, wir haben jetzt zwei spannende Thesen. Deine These ist, du sagst, der wird zur Wahl 2024 nicht antreten, sondern der erscheint am Wahlabend, wartet darauf, dass der Nehammer dort fürchterlich verliert, nur mehr Dritter ist. Und dann sagt er so, war Pech, jetzt komme ich und übernehme den Scherbenhaufen. So, Kalli, das war's, jetzt bin ich der Basti. Und genau Kalli so wird's laufen. Kalli ist reich. Richtig, ja. Und das ist deine These. Vorname. Und deine These ist, er kommt noch vor der Wahl, er wird bei dieser Wahl antreten, entweder als Spitzenkandidat der ÖVP, wenn der Nehammer zum Beispiel die EU-Wahl verliert oder vorher die Nerven schmeißt oder von sich aus sagt, bitte passt, übernimm das, mir reicht's, meine Frau bricht sich schon die Füße beim Joggen, so schlecht drauf ist die derzeit. Also ist ja tatsächlich passiert. Also, ja. Naja, tatsächlich, ja. Schlimmer ist beim Olaf Scholz. Allerdings, Wolfgang, das nur unter der Prämisse, wenn die Wahl tatsächlich erst im Oktober stattfindet. Genau. Oder kurz lang, macht der Kalli den genialen Schachzug mit der Dame von A6 auf A4 und macht die Wahl im März, bremst dann kurz aus. Auch keine Frage. Aber vielleicht würde er das gar nicht. Vielleicht würde er sich die EU-Wahl anschauen und dann die daneben geht. Sagt er, das war's. Das war seine erste Bundeswahl. Ich war immer mit dem Sebastian gut befreundet. Ich habe das ja für ihn nur stellvertretend gemacht. Ein paar Monate, bis er wieder zurückkommt. Ich freue mich, dass er wieder da ist und hoffe, dass ich der nächsten Regierung wieder als Innenminister angehöre. Wäre eine Möglichkeit. Oder aber die spannende Westenthaler-These, und die ist wirklich spannend, dass er sagt, wer sagt euch denn, dass der nicht eine neue Partei macht? Dass der nicht zu den drei Großparteien dann noch eine vierte dazukommt und alle Karten dann komplett neu gemischt werden, weil dann kann der ja zum Beispiel eine Koalition machen aus ÖVP, noch einmal ÖVP, vielleicht reicht es sogar schon, und dann entweder den Grünen dazu oder der SPÖ dazu. Also das würde die Karten ja komplett neu mischen. Naja, ich glaube, die ÖVP kommt dann immer ins Parlament, das ist meine Theorie, weil der Kurz sie komplett kannibalisiert und auffrisst. Also da muss ich die ÖVP, ist ja auch nicht mein Problem, muss ich die ÖVP überlegen. Aber dass das für die ÖVP natürlich der Super-GAU wäre, wenn Kurz hier an einer eigenen Partei bastelt und das Kurz da zwei Drittel der Wähler abzieht, das ist für mich, liegt auf der Hand. Jeder Experte wird das auch so sehen. Gut, und nachdem wir jetzt schon schön langsam auf Mitternacht zugehen, schön langsam, ist noch nicht so weit, sparen wir uns heute das Da Capo oder wollen wir noch? Das war schon sehr lang. Nein, wir machen nur ein schnelles Da Capo, weil diese jetzige Diskussion löst natürlich die Frage aus, wer regiert uns denn eigentlich im Jahr 2024? Und das werden wir nach dieser Werbepause in einem kleinen 5 Minuten der Capo noch zu lösen versuchen. Wir sind gleich wieder da. Live, worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
Ja, wie bei allen Stammtischen, bei allen Heurigen und bei allen Wirten dieses Landes, ist auch bei unserem Stammtisch, der ja leider nur mit ein bisschen Wasser versehen ist, wir das nächste Mal schauen, dass wir was mehr kriegen, ja. Der hat nicht einmal einen Espresso heute bekommen, der Herr Cha. So, also auch bei unserem Stammtisch das Thema kurz ausgeartet. Teilweise können die ja gar nicht mehr nach Hause gehen, weil sie die dann so streiten anfangen. So ist auch bei uns ausgeartet. Und jetzt nur ein ganz, ganz kurzes Da Capo-Finale, wo wir versuchen, alle in die Gegend geschossenen Bälle einzusammeln und ins Tor zu befördern. Die Frage, lieber Josef, ist ja, wenn das alles so ist, wann der Kurze so wiederkommt und wiederkommen will, wann der Kickl jetzt auf 30% steuert, wann der Nehammer sagt, ich mache jede Koalition, aber mit dem Kickl nicht, wenn der Herr Bundespräsident sagt, großartig, das ist endlich einmal ein gescheites Statement, ich bin eh dafür, dass es jetzt eine Koalition gibt, SPÖ, ÖVP, Grüne, dann haben wir wieder alles, was wir haben, die SPÖ ist auch dabei, das wäre eine Van der Bellen-Koalition. Wer regiert uns im März oder im Herbst 2024, je nachdem, wann gewählt wird? Erstens, wann wird gewählt? Und zweitens, wer regiert uns da? Nein, es ist ganz einfach. Wenn das alles so weitergeht, wie du das da beschreibst, dann werden stärker denn je die Sozialpartner regieren. Weil die regieren ja jetzt schon mit. Das war ja immer schon eine Parallelregierung. Einmal schwächer berücksichtigt, einmal stärker. Aber so wie den Katzian und den Mara kennen und dort die wichtigsten Gesetze schon dort durchgehen müssen, dann wird sich das dorthin verlagern. Das ist einmal der erste Punkt. Das heißt, eine große Koalition mit einem Beiwagerl. Das ist eine große Koalition im Rahmen der Sozialpartnerschaft, so wie es auch parallel bei der Kreisky Alleinregierung damals war, in den 70er, 80er Jahren. Der hat zwar irrsinnig viel allein gemacht, irrsinnig viel war mit der ÖVP gemacht, aber sehr, sehr viel mit den Sozialpartnern, die auch einbezogen, was auch immer letztlich dann geplant ist. Und es ist viel, was auf uns zukommt. Nicht nur die Inflationsbekämpfung, die Eingriffe in den Markt irgendwann einmal kommen müssen, die Bildungsreformen. Also das sind so viele Dinge, da ist für eine Scherzregierung kein Platz. Ja. Und es schaut aber jetzt so aus, dass Instabilität gerade das Faktum ist. Ja. Also der Nehammer, die sagen zwar jetzt, es geht um einen Kanzler, Nehammer gegen Kickl, Kickl gegen Nehammer, alle rechnen nicht mit allen anderen Parteien, die man nicht unterschätzen darf. Im Endeffekt zählt nur, wer hat im Parlament eine Mehrheit, der bildet eine Regierung aus. Ja. Da kann der Bundespräsident ernst schauen oder nicht ernst schauen. Ja. Entscheidend ist, wie es im Parlament abläuft und ob vielleicht einmal das Parlament neben der Sozialpartnerschaft viel mehr mitreden, viel mehr Mitsprache hat, viel mehr mitgestalten kann. Das wäre zum Beispiel auch eine Variante. Und du sagst keine Scherzregierung. Was wäre eine Scherzregierung? Na, eine Scherzregierung, eine Scherzregierung ist kurz mit der ÖVP und dann eine Minderheitsregierung und der Rest. Scherzregierung wäre auch kurz mit der FPÖ? Na das, wenn sie eine Mehrheit haben, ist das eine Wiederauflage dessen. Aber ob das möglich ist, kann ich jetzt noch nicht beurteilen. Jetzt muss man mal schauen, ob das wird. Jedenfalls am Wahlamt wird der Kurz als lächelnder Gast anwesend sein. Sollte der Wiedererwarten der Nehammer gewinnen, dann ist der Kurz nicht einmal mehr im dritten Film, dann ist er... Dann hat der Kanzler wieder Auferstehung gefeiert. Das schließt allerdings der Peter Westenthaler sehr zum Ärger des vielleicht zusehenden Karl Nehammer aus. Was? Dass der Nehammer diese Wahl gewinnen kann. Das ist nicht mehr zu gewinnen. Hast du letztes Mal gesagt, dass das ausgeschlossen ist? Das ist ausgeschlossen. Die Leute sind so sauer auf Nehammer und die Grünen und die Regierung. Deswegen ist er... Das Modell einer Sozialdemokratie nicht sehr sexy zu sagen, ich mache jetzt eine Regierung mit ÖVP und Grünen und verlängert das Jammertal. Also, wenn es so wäre. Also, ich glaube nicht, dass sich das ausgeht. Ich glaube nicht, dass sich eine Regierung ÖVP, SPÖ allein ausgeht, sondern am Ende wird es so sein, die Freiheitlichen müssen so stark werden, dass ohne ihnen keine Zweierkoalition stattfinden kann. Das ist ja das Ziel des Herbert Kickl. Ich finde das ja interessant. Währenddessen alle anderen Parteien das Ziel haben, die FPÖ und den Herbert Kickl zu verhindern, das einzige Ziel, sagt das der Herbert Kickl nicht. Der Herbert Kickl sagt, mein Ziel ist einfach, aus eigener Kraft zu stark zu werden, um eine Regierung zu bilden. Er ist übrigens auch der einzige Politiker, Spitzenpolitiker und die FPÖ mit ihm, der überhaupt keine andere Partei ausschließt aus einer Regierungsbildung. Das ist auch hochinteressant. Der die Demokratie hochhält und der sagt, ich schaue mir das Wahlergebnis an. Und danach reden wir. Das heißt, aber lieber Politprofi, sag uns doch, was passiert, wenn der Kickl diese Wahl gewinnt? Was passiert dann?
Dann wird außer, dass der Bundespräsident verheert ist. Den braucht er gar nicht. Also, das ist, wir haben im Jahr 2000 auch keinen Bundespräsidenten gebraucht. Also, Heider Schüssel haben eine Regierung gebildet, sind zum Klestil gegangen und haben gesagt, da ist sie. Und dann haben wir das Gesicht von ihm gesehen. Ähnliches droht ja dem Van der Bellen, also eine katastrophale Niederlage, wenn er sich da einmischt. Die Regierung bilden die Parteien, da hat der Josef Schaap völlig recht, mit Mehrheiten im Parlament. Findet sich eine Mehrheit, gibt es eine Regierung. Aber wie findet der Kickl einen Koalitionspartner? Das wird deshalb passieren, und das ist das, was eigentlich völlig klar ist. Wenn da die Wahl annähernd so ausgeht, wie die jetzigen Umfragen sind, gehen wir mal davon aus, dass sich dann immer mehr so viel ändern wird, was ich auch glaube. 31, 25 vielleicht. Dann wird es in den anderen beiden Parteien, bleibt dann kein Stein mehr auf den anderen. Dann ist einmal der Neher mal als erst, wenn der zweistellig verliert, na, dann ist er weg. Und dann kommen andere Kräfte, die dann dieses Dogma, das er ja allein eigentlich solo ausruft, niemals mit Kickl, schon immer mehr haben. Und dann gibt es natürlich die Möglichkeit, es gibt eine Möglichkeit auf Blau-Schwarz, Blau-Rot. Ich glaube, das Blau-Rot? Ich glaube, ja, warum es das gibt eine Möglichkeit ja, auf sicher, Blau-Rot. Je nachdem, ob es ausgeht. Ich glaube einfach, in Österreich war es immer so, in der ganzen Geschichte, es hat sich immer eine Regierung gefunden, es hat nie eine Krise gegeben, es hat manchmal. Du meinst, es wird sich schon allein deshalb immer eine Regierung finden, weil eine der Parteien den Finanzminister, das Justizministerium und einiges andere haben. Ich mache aus meiner, die aus ÖVP meiner, braucht ja so oder so das Justizministerium. Ich mache aus meinem Herzen keine Mörder. Grobe, ich sage das eh immer, da für mich wäre meine komplett neue Regierung, wo die beiden Regierungsparteien jetzigen nicht dran teilnehmen, einmal erfrischend und was Neues. Frage ist, ob es ausgeht. Man hat jetzt gesehen im Parlament am 30. der Sondersitzung, wie gut eigentlich inhaltlich FPÖ und SPÖ zusammenpassen. Sie haben dort in den meisten Initiativen gegen die Teuerung miteinander gestimmt, wechselwirtig mit ihren Anträgen. Und die Regierungsparteien haben alle Teuerungsverhinderungsanträge, also überall, wo man den Deckel abgelehnt, da hat nur SPÖ und FPÖ zugestimmt. Warum soll das nicht in eine Regierung gehen? Peter, abschließend die Frage. Es gibt ja viele, die sagen, die ÖVP ist so machtsüchtig, dass wenn du der sagst, da ist das Finanzministerium, da ist das Justizministerium, das ja derzeit ein besonderes Problem für euch ist, da ist das Wirtschaftsministerium und da ist auch noch, weil wir ja nicht gleichzeitig Verteidigung und Innenministerium haben, dann geben wir euch auch noch das Innenministerium, dann sagt in der ÖVP keiner Nein. Ja, aber dann müsste ja der Herbert Kickl nicht Parteiobmann der FPÖ, sondern der Samariter sein und beim Samariterbund arbeiten, dass er die ÖVP da reichlich beschenkt, eine Partei, die bei der Wahl wahrscheinlich 10% verloren hat. Nein, die ÖVP steht jetzt auf einem Scheideweg. Geht sie mit Nehammer in die Opposition, in den Untergang, wenn man so will, weil das schaut im Moment ganz so aus, oder versucht sie, das Ruder herumzureißen. Ich bin eher mit Kurz. Zum Beispiel, oder mit jemand ganz anderen, den man da gar nicht kennen, auch möglich. Aber eins wird sicher nicht passieren, dass der Siegreiche aus der Wahl dann möglicherweise als Verlierer bei den Koalitionsverhandlungen rausgeht. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Ich habe noch einen Gedanken, aber schon. Ich muss aufhören, immer nur über Kickl zu reden. Mir geht das schon wirklich auf den Nerv. Nein, das glaube ich, dass dir das taugt. Sondern es geht um die Inhalte, um die Programmatik. Und das, was die Parteien wollen, wofür sie stehen, auch die Freiheitlichen. Du brauchst ja letztendlich, um ein Land zu regieren, brauchst ja du wirklich Inhalte und Zukunftsperspektiven. Also war es falsch, das dass der auch. Herr Nehammer gesagt hat, er macht mich. Ja, die Dämonisierung, schaut, er wird da dämonisiert, alle kriegen Angst los, jeder scheppert mit den Zähnen, dann so, wenn der Kickl kommt. Ja. Nein, man kann sagen, der steht für etwas, wo wir keine Schnittmenge haben, da wollen wir mit einer Koalition, Punkt, aus. So ist, glaube ich, die gute Argumentation. Und jetzt noch was, der ÖVP ist natürlich, egal wer auch immer dann am Verhandlungstisch sitzt, kein Finanzministerium geben. Denn das Finanzministerium hat Querschnitt. Ein Bundeskanzler hat keine Richtlinienkompetenz wie der deutsche Bundeskanzler. Der kann da nichts was bestimmen. Nur der Finanzminister kann auf einzelne Ministerien Einfluss ausüben. Und das Justizministerium, das ist aber sowieso nicht gegeben. Die ÖVP hat seinerzeit auch der FPÖ das Finanzministerium gegeben. Ne? Muss man dazu sagen. Der Grasser, da hat er schon. Naja, hat sich dann anders entwickelt, wie wir wissen. So, das war's für heute. Eine spannende Runde mit zwei sehr ernsten Themen und zwei heiteren Themen. Der Schluss war jetzt, glaube ich, ganz lustig. Vor allem diese Glaskugel über den Basti Fantasti. Also wir haben gesehen, kein Gnasti, sondern er ist wieder fantastisch, kann man sagen. Basti is back. Übrigens, schöne Grüße zur Premierenfeier. Vielleicht schaut man dort gerade Ö24 TV, könnte ja sein. Und in diesem Sinn, morgen alles über die Premierenfeier von Basti Fantasti und seinem Kurzfilm, langen Kurzfilm, und alles über die neue Umfrage. Morgen haben wir die neuen Resultate und die Frage ist, springt die FPÖ
und Herbert Kickl über die 30%-Grenze, wären es 31% oder 32%, oder geht es wieder ein bisschen nach unten? Das wird die spannende Frage von morgen. Deshalb morgen 21 Uhr. Wir sehen uns wieder bei Fellner Live. Gute Nacht.